Läuft da reine Klage gegen mich, von der ich nichts weiß? Oh, das war ihm so schlecht. Jetzt habe ich mich verplappert, verdammt. Habt ihr dann Rothaut dabei? Oh Gott. Nee, sie ist Mexikanerin. Ja, sie ist Mexikanerin, ja. Das ist ganz schön. Was? Verrückt. Es läuft eine Klage gegen mich, Gurtis. Na, ich glaube. Wer klagt denn gegen mich? Wir haben doch überhaupt keine Anwalt in diese County. Doch. Schleppt ihr die hier gerade? Ein Spezialanwalt. Na, sind Sie der Anwalt, Monsieur? No. Ich bin wir sind Anwalt. Der Anwalt. George, ja. Verklagst du mich? Was? Nein. Wer verklagt mich denn? Ja, wir werden dich verklagen, wenn du jetzt nicht sagst, wer die Frau da hinten... Na, hab ich doch gesagt. Sophia, reine Mexikanerin. Das ist Sophia. Ich hab gerade. Ohne eigenen Willen hier mitfahren, husten sie zweimal. Zwingern sie mal. Wer verklagt mich denn jetzt? Und was ist denn das hier für ein Drama? Verdammte ich Scheiße. Mach doch nur ein wenig Spaß, Gentlemen. Ach so. Ja, aber ich mach keinen Spaß. Nur einen Spaß. Ach ja, George, das weißt du gar nicht. Ich jage die Indianer nicht mehr, die Nattis. Mein Herz ist jetzt voller Liebe. Ich werde meine Waffe verkaufen. Also hast du dann eine Jägerin dabei oder was? Warum hat die einen Bogen? Ja, eine Mexikanerin. Ja, eine Mexikanerin. Ich hab sie vollgestopft mit Süßigkeiten. Es geht ja nicht gut. Hast du einen Magentee? Du hast doch immer so Magentee dabei. Das ist eine Rothaut. Das ist doch keine Rothaut. Eine Mexikanerin, George. Ich hab sie gehört. Ich hab sie reden gehört. So eine Mexikanerin, George. Hola. Siehst du? Ja, ich hab einen Magentee. Gib ihn mir. Warte, ja, warte, hier. Warte. Du musst nur abdrücken. Meckerer, du Idiot. Was ist denn? Du kannst ja nicht jeden auf jeden. Ach, mir geht's doch gut. Ach, ihr geht's gut. Ich brauch doch kein Magenthema. Ah, sie hat zweimal gehustet. Er hat sie zweimal gehustet. Ihr seid der Weitner, der am Zeitdruck. Ihr habt sie entführt. Nee. Also, das mit der Klage war nur ein Scherz. Ja, also, warte hier, es gibt hier ein Glas Rollmöpse. Ah, oh, sehr lustig. Ja. Oh, warte, ein Glas Rollmöpse. Ne, das ist gelogen. Ich Monsieur Pardon, wer sind Sie nochmal? Sagen Sie einfach, da ist ein Glas Rollmops drin, okay? Boah, aber ich hab's schon aufgegessen. Ich hatte sehr viel Hunger. Ach so. Ja. Na, wunderbar. Nun dann. Oh. Na dann. Ja, wird Zeit, dass ihr euch mal wieder umarmt. Am besten. Ich wollte ihm noch einen Kuss aufdrücken. Ja, dann umarmen wir uns doch kurz, oder? Na, die Zeit haben wir. Na, die Zeit nimmt man sich einfach. Komm jetzt her. Meine George. Komm her. George. Komm in meine Arme! Komm runter! Was denn? Ich will keine Umarmung. Komm doch mal runter! George, komm jetzt! Umarm doch mich einmal! Ich gebe dir einen dicken Schmatzer auf die. Auf die linke Wange! Du kommst jetzt runter! Auf die rechte Wange! Ich hol dir. Chuck! Oh Gott, Chuck! Das nennt sich Liebe auch über Distanz! Was gibt denn das, wenn das fertig ist bei Ihnen da? Das ist eine so innige Verbindung. Geht jetzt weg hier! Oh, Chuck! Oh, Mauer! Mauer hat sie gesagt! Verbrennt sie! Die ist keine Mexikanerin! Nicht sie weg! Nicht sie weg! Adios, ja! George, ich liebe dich! Ich liebe dich! Mach's gut, George! Ach, ich liebe ihn. Nein, hör jetzt auf zu schießen. Mon Dieu, wie viel Fall hast du eigentlich? Oh, Scheiße. Oh. Achtung. Ich glaube, von hier aus geht es zu Fuß weiter. Oh, weißt du, was das hier für ein Feld ist, übrigens? Sein Maisfeld. Oh. Na, Roxy kommt nicht. Na, dann zu Fuß weiter, ne? Ja. Roll, roll, roll your boat gently down the stream. Da liegt er wieder. Aber
du brauchst jetzt auf niemanden schießen, ne? Ist das nicht großartig? Bonjour. Ich dachte, ich nehme euch ein wenig mit auf meine Reise. Und ich bin gerade hier in die Wüste, in die Desert und schaut euch das mal an. Ha? Ist das nicht großartig? Ich habe Munition. Voller, meine Tasche ist voller Munition. Mon Dieu, so viel Munition. Aber ich werde die Gefühle nicht los. Jagen kann ich nicht so gut. Oh. Ich habe Preise verglichen hier. War die günstigste Gegend. Mit der Munition und... Ich muss sagen... Waffentücher, man kann viel besser kaufen in Dumbelwied. Aber Munition an sich, no mon Dieu. Da muss man nach Amerika. Zu Mission Antley. Und genau das mache ich. Wir werden so viel Munition haben, dass wir darin schwimmen können. So viel Munition, wie man nur essen kann. Ja. Ich habe mir auch gekauft eine Holster. Eine wunderschöne Holster. Und was habe ich mir noch gekauft? Oh, wie ist das? Oh, oh, wer ist das? Hm? Ist das einer von dieser Gangster? Jetzt, ich bin sehr gut gekommen durch hier, durch die Gegend. Sehr einfach alles, kann ich wirklich sagen. Sehr einfach. Ich dachte, das wird eine langweilige Tag heute. Nur einmal ein wenig Munition holen und dann wieder zurück. Aber die Munition, sie ist so günstig. So sehr günstig. Revolver-Munition. Mon Dieu, wir müssen noch mehr davon haben. Ich werde alles leer kaufen jetzt. Ich hole mir ein klein wenig. Ein klein wenig. Ein klein wenig. Oh, Monsieur Loup. Wollen wir doch mal sehen, Missy Lup. Mon Dieu, was ist das für ein Pistol? Das ist ja furchtbar. Was war das? Gurti sagte, wir können uns mit der Pistole verteidigen. Das geht überhaupt nicht. Das muss
nicht ausprobieren. Da ist noch eine. Ist er tot? Na ja, 3 Schuss, hein? Na, ich bin mir nicht sicher, ob man sich kann so gut verteidigen mit die Revolver. D'Artagnan, du Feigling! Oh, wo ist der jetzt? Mon Dieu! Das gibt es doch nicht! Komm her! Mon Dieu! Ich weiß es. Aha! Wer kommt denn da angeschießen? Mit die Schwanz angezogen. Was ist? Ich weiß es nicht. Und nicht unglücklich. Reg dich ab und komm zurück. Hast du dich beruhigt? Können wir es nochmal probieren, ne? Mon Dieu. Was hast du denn, ne? Da müssen noch einiges an Geld machen heute. So nicht machen. Eigentlich geben wir es aus. Weißt du? Mein Freund. Also muss man. Man muss Geld investieren. Um es auch zu geben, hm? Guck mal hier. Und ihr doch nicht. Hm? Papa Jacques getötet. Die machen nicht keinen Schaden mehr. Mon Dieu. Das waren viele Schuss. Mehr. Lass mich dich einmal bürsten. Lass mich dich einmal bürsten. Sir. Wunderbar. Und dann auf nach Assas-Trobari. Jetzt noch eine Menge an Waffen besorgen. Munition. Und Curtis muss mir mein Gewehr wieder geben. Das muss sein. Weil mit dieser Pistole, ich kann mich ja kaum wehren. Und man muss immer wieder den anspannen. Und das geht überhaupt nicht so zügig. Naja, wenn ich schon mal hier bin, dann nehme ich dich doch auch noch mit. Warum nicht? Es ist besser zu kommen mit einem Wolf, ne?
Aber ich glaube, so ein Gabelblock nach Fleisch. Der Fleischer wird mir mehr dafür geben. Was denkst du, D'Artagnan? Ah oui. Oui, mein Freund. Denke ich auch. Also nehmen wir den Wolf runter, hein? Na, nehmen wir ihn dann runter, ne? Finde ich gut, dass wir uns einmal einig sind. Ja. Nehmen wir ihn mit. Die Böck von die Gabel. Und dann... Also weiter. Das Ziel, Strawberry. Die Munition in die Laden rein. Und dann... So, dann kommen sie noch nicht. Nicht. Jacques de Français und D'Artagnan. Dann kommst du nicht. Oder doch? Oh mon Dieu, das schaffen wir nicht. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, das schaffen wir nicht. Oh oh. Okay, 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 okay. Ah, merde. So weit entfernt. Ah. Uiuiui, so anstrengend. Na, also da muss ich nochmal reden mit die Trainer. Na, ich habe dich doch besorgt, damit ich kann jagen die Gabelböcke. Hein? Kann ich nicht? Mon Dieu, ich bin ja noch meilenweit entfernt. Ah, es sind Coyote. Bonjour, Monsieur Coyote. Ups, pardon. Also diese Pistole, um sich zu wehren, ich weiß nicht. Nein, ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ich habe das Gefühl, sie ist nur gut, um hier in die Luft zu schießen, ne? No? Ich brauche dringend mein Gewehr. Ah ja, und ein paar Himbeeren nehme ich mir auf. Ich glaube, jetzt stecke ich in die drin. Die Schlamassel, ne? Ich glaube, da bleibt mir nur wegzureiten. Oder?
Muss ich das Feld räumen? Eine taktische Rückzug, weil mir einfach nicht die Feuerkraft fehlt, um mich gegen diese Wölfe zu behaupten. Na, ich brauche dringend mein Gewehr wieder. Ah, so muss das sein. Alles gut, ganz ruhig. Ach so. Findest du nicht auch, dass ich ein wunderschöner Holster habe? Guck mal hier das Messer. Oh. Diese blöden Tiersinnen, ich kann sie nirgends verkaufen. Das müssen wir auch klären. Na? Mon Dieu, und das werden wir. Die 10 Schuss für 2 Wölfe. Und dann immer wieder den Arm so komisch spannen. Ah, das aus die Daumen heraus, so komisch. Ja, die Haltung, sie ist einfach unnormal. Down, 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 down. Strawberry. Ich war noch nie in Strawberry. Pferdefleisch kauft jemand. War noch nie dort. Es zieht mich fort. Zur Industrie nach Saint-Denis. Ein Bär? Überhaupt nicht daran zu denken, was passiert, wenn mich ein Bär angreift. Hallo, Strawberry. Die Luft war hier so klar wie nie. Hier, in meine Strawberry. Ups. Wenn wir in der Nacht haben, wir wollen keine Ärger mit dem Sheriff. Habe ich vielleicht eine Telegramm? Muss ich auch noch gucken. Naja. Keine allzu große Ausbeute, hm? Nicht.
Oh. Ui. Das war mir 30 Cent wert. Ach, ehrlich. Was muss sein? Auch am Wasser. Bonjour. Hola. Gottes, ich habe dein Telegramm erhalten. Und ich habe dir eins geantwortet. Hey. Das musste sein. So. Willst du deinen Fehler wieder gut machen? Dann pack alles Geld ein, was wir haben. Und dann gehen wir nach Mexiko. Und vielleicht Dumbelwied. Moment, was habe ich denn jetzt hier? Ich habe nämlich Munition gekauft. Mon Dieu, so günstig Munition. Das werden wir aber für dieselbe Preis verkaufen. No? Und wenn jemand fragt, dann sagen wir, no, wir haben einfach keine Lieferanten. No? Wie für dieselbe Preis? Für die Preis, die wir gerade machen. Revolver Munition haben wir aktuell... 4. Na, aber wie viel Munition... Lass mich mal... Geh mal kurz zur Seite, ich... Ja, 4. Muss da kurz was dran. Dann kannst du jetzt sagen, wir haben 8. Super, dann setze ich... Und dann haben wir Repeater, machen wir auch für 2 Dollar. Oh. Oh. Sollen wir unsere Slots... Unsere Auslagen erhöhen? Ich habe hier ein Angebot bekommen. Natürlich 37 Dollar, aber... 37 Dollar, das ist ein bisschen teuer, Jack. Ja, das ist bedauerlich. Wir haben kein Geld mehr. So, dann kannst du einsetzen, Repeater, Munition. 5-mal für 2 Dollar. Ah ja, Waffenöltücher. Wie viel haben wir jetzt? Habe ich denn jetzt hier... Gibt es wirklich günstiger? Jacques? In Tumbleweed gibt es die günstiger. Ja. Jacques, ich habe jetzt 30 Dollar mitgenommen. Wir haben noch 19. Ja. Wir laufen auf den Bankrottschuh. Ja, bedauerlich. Ja, bedauerlich, dass ich keinen Ton rauskriege. Was sagst du zu meinem Outfit? Was sagst du zu meiner Olster? Ah? Was sagst du zu meiner Olster? Oh. Wow, das steht dir super. Nicht wahr? Ja. Ja, deine Outfit, ich weiß nicht. Ah, sehr weiß und schwarz gehalten. Das ist halt einfach, ich habe mal ein bisschen was anderes. Bist du ein Reverend? Ich habe ein Pullover gefunden. Mon Dieu, ein Pullover. Schau dir das an, schön mit Rollkragen für die Nacht, weißt du. Und die Weste ist etwas dicker, die hält warm wie Sau. Weißt du? Guck mal hier. Ich habe mir auch eine Band. Nein. Ui, in blau, natürlich. Da muss ich mir für dieses Outfit noch eins in Rot holen, ne? Natürlich. Damit wir... Doch dies, du musst mir mein Gewehr wiedergeben. Was? Ja. Ich habe aus 2 Gründen. Pass auf. Aus 2 Gründen brauche ich das Gewehr wieder. Ah, du hast versucht, irgendein Tier zu erschießen und hast gemerkt, dass das Kleinkaliber ist und dass du ein paar Schuss mehr brauchst. Ja, das ist ja. Grund Nummer 1. Mhm. Grund Nummer 2 ist natürlich... als wir uns das letzte Mal trafen, da bist du wieder rein wenig in alte, wie sagt man, veraltens... No. Ich habe mich beruhigt. Veraltensmuster. Ja, aber wenn du wieder fällst, weißt du noch, das letzte Mal hat das doch sehr gut funktioniert, als ich dir die Gewehrkolbe über die Rübe gezogen habe. Hm?
Deswegen dachte ich, das ist doch eine wunderbare Idee. Deswegen gib mir bitte mein Gewehr wieder. Merci. Ich habe es nicht dabei, Jacques. Oh ja, dann holen wir es eben. Ja, da gibt es ein kleines Problem. Ich brauche mein Gewehr wieder. Ja, ich habe es nicht mehr. Ach, Curtis, das ist doch nicht dein Ernst. Mon Dieu. C'est comme das. Ich verstehe es. Unglaublich, dieser Typ. Ich mache nur Spaß. Also. Ich dachte schon. Hast du schon gedacht, ne? Ja, ich habe überlegt, wie schwer wiegt mein Revolverkolben. Der ist nicht schwer genug für deinen Dickschädel. Jacques. No. Sei doch nicht so. Aber Jacques, bevor ich dir es gebe. Warte, ich gebe dir auch etwas. Du nutzt es nicht für den Hass, okay? No, niemals. Nur zur Züchtigung von deiner Person. Jacques, du weißt, ich habe mich geändert. Natürlich! Und ich habe nicht auf dich geschossen. Hier. Guck mal, was ich... Jacques, ich weiß, es war falsch. Ja, und du weißt, ich versuche mich zu ändern. Natürlich! Und ich helfe dir dabei! Ist das nicht großartig? Du mich erschießt. Na, aber... Wow. Was ist denn? Guck mal. Die gab es... Ich komme gerade aus... aus Amerika! Und die gab es... als Geschenk quasi für einen sehr günstigen Preis. Dazu. Na, nee, einen Dollar. Du wirst es nicht glauben. Was? Ui. Hab ich die in der Auslage so? Also, ich mag meine Geschichten lieber. No. Jetzt wirklich, Hand aufs Herz. Gab ich die in der Auslage so? Ui. Dann hat er bestimmt einen Fehler gemacht. Na, deswegen halten wir uns auch an meine Geschichte, ne? Gibt es da noch mehr davon? No, bedauerlicherweise nicht. Ach gut, aber ey, sag mal, jetzt wo ich dich so sehe. Na, schneid ich, ne? Ja, möchtest du zwei haben? Oh, ich weiß nicht. Na, vielleicht. Aber die beiden, die wären zu lang. Die würden sich an meine Gemächt reiben und schneiden. Da brauche ich eine kürzere. Ich glaube, ich brauche nur einen. Deswegen der Schaufelrevolver wäre noch frei, ha? Huh? Oh, no. Weh. Willst du ihn haben? Ja. Aber nur wenn du mir versprichst, ihn nicht gegen ihn dann einzusetzen. Nein, überhaupt nicht. Ich habe die Ass hinter mir gelassen. Aha. Oh mon Dieu, wo stecke ich ihn denn jetzt in? Du brauchst noch einen Holstein, zweiten. Na. Oh. Also ich kriege noch so einen in Silber? Ja, da gibt's welche. Gut. Sollen wir mit die Kutsch zu die Grenze reiten und dann die Fährt nehmen? Ja. Dann lasse ich... Dir noch einen Holster holen vorher. Hey. Mon Dieu, ich sehe richtig aus. Ich war noch nie so glücklich, wie wunderschön ich bin. Aber Curtis, zu deiner Outfit, da kann ich noch sagen, einen schönen Mann kann überhaupt nichts entstellen. Ja. Was ist mein Pferd, ich habe kein Pferd mehr, es ist tot. Ist das Mark? Ja, das ist Mark. Mark! Willst du ein Jacques-Dies-Abenteuer erleben? Dann komm mit uns mit. Keine Zeit. Na, wir gehen nach Mexiko, zu die Senoritas, ha? Was hast du gerade gesagt, Mark? Hier gibt es auch Leute, die arbeiten müssen. Ja, gut. Als würden wir das nicht tun. Mark, sag doch mal ganz ehrlich, sehen wir nicht großartig aus? Wundervoll. Ich und Jacques, guck mich an, ne? Guck hier, ich habe... Ja, du und Jacques sehen toll aus. Ich habe eine... eine Revolver... Oh, mon Dieu, puh. Was? Leider kann ich mich nicht mehr so lange präsentieren. Was? Ah, ist das Brich? Ja. Hör ich da Brich? Marc, er hat sein Gewehr auch wieder. Also, Brich. Das ist eine gute Idee. Nein, aber... Na, ich bin weg von die Ass. Curtis hat eine lange Rede gehalten. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging. Aber wir genießen jetzt wieder die Natur. Und wenn die Indianer kommen, na, dann gebe ich ihnen einfach alles, was sie wollen. Na? Und dann reiten wir weiter. Wir wollen viel Geld machen und dann ist mir das egal. Ich verbringe nicht mehr Zeit mit die Ass. Aber, mon Dieu, ich habe gerade Missy Loop getroffen und hatte diese... nur diese Navy-Revolver hier...
Der hat mir fast überhaupt nicht geholfen. Ich komm mit nach Mexiko. Zu die Seniors und die Senioritas. Was? Nein, die wollen mich nur da behalten. Na, dann lassen wir das nicht zu. Außerdem hab ich Dienst. Was für Dienst? Ach, guck doch. Mad Marcel, kommen Sie mit nach die Mexiko. Zu die Seniors und die Senioritas. Warum nicht? Nach Mexiko. Ah, pardon. Curtis will mich ganz für sich allein haben. Die Einladung muss ich zurücknehmen. Er ist ein bisschen eifersüchtig. Ja, ja, das war erstmal so schön. Ihnen auch. So. Ach ja, ich muss mir eine zweite Sicherung für meine neue Eisen besorgen. Ey, wir rüsten ganz schön auf, muss ich sagen, dafür, dass wir einen Peaceful Way bestreiten wollen jetzt. Will ich überhaupt einen zweiten haben? Ich weiß es gerade nicht, ey. Ganz ehrlich, ich weiß es gerade nicht. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt? Hätte ich überhaupt genug Geld? Ich hätte überhaupt nicht genug Geld dafür. Pass auf, wir machen das anders. Jetzt tricksen wir gerade mal ein bisschen. Roxy zum Lager gebracht. Dann machen wir das ein andermal. Falls wir das überhaupt machen. Ich finde, das ist cool mit so einem Holster, dem Gewehr. Ist schon ein bisschen hochgerüstet, muss ich wirklich sagen. Ich komme nicht mehr. Los, Strawberry. Los! Was denn? Was denn? Nix. Ja, hast du Zeit, können wir machen. Von mir aus. Was können wir machen? Hm? Und hier ein Auftrag! Ja. Sei aber lieb zu ihm, okay? Eine Mission. Ja. Jacke, du musst kurz weg. Ich muss das erst besprechen, verstehst du? Was muss ich weg? Weg. Okay, dann kannst du mir ja das Geld geben und ich schreite schon mal vor. Nein, ich komme ja jetzt. Na? In 3 Minuten. Oh, mon Dieu. Stell dich in den Laden, ich komme gleich. Mon Dieu, aber nicht, dass das wieder so wird wie gestern, ne? Also wenn Jack 1 nicht kann, dann ist das warten. Wenn Jack 1 nicht kann, dann ist das warten. Das ist wirklich so. Aber ich kann ja die Liste anpassen. Ach, das ist immer blöd. Warten mag ich nicht. Tschüss für den Tag. Ah! Bonjour, Monsieur! Bonjour. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich soll dir von Curtis ausrichten, dass er dich liebt. Okay. Keine Ahnung, er sagt meiner Freundin, dass ich sie liebe. Ungewöhnlich. Na, das ist ja nicht. Aber ich bin ja nicht seine Freundin. Was weißt du es nicht? Nein, dann weiß ich es wahrscheinlich nicht. Na, Madison. Ach so. Ui, die beiden, die saßen auf die Bank. Du weißt, welche Bank ich meine, ne? Siehst du, wie ich meine Augenbrauen hochziehe? Die Bank. Mark, kennst du nicht die Bank? Die Bank? Okay, wenn du hier fertig bist, zeige ich dir die Bank. Ist ja unglaublich. Okay. Dass du die wichtigste Ort in Strawberry nicht kennst. Nein. Na, die Bank. Sie ist magisch. Ach, die Bank. Ah, jetzt weißt du es, hä? Ja, ja. Ich dachte schon, mon Dieu. Kennt die Bank nicht. Ja, leider die Munition, Mark. Wir haben noch keine Lieferanten, ne? Und deswegen müssen wir jetzt auch nach Mexiko selber inreiten und dort uns mit Munition ordentlich eindecken. Von Valentine, der Lieferant. Er antwortet einfach nicht. Blackwater, keine Antwort. Mexiko, keine Antwort. Beziehungsweise Curtis verpeilt die Termin, um die Sachen abzuholen. Und deswegen müssen wir jetzt persönlich nach Mexiko. Hein?
Aber da müssen wir natürlich die Transportkosten und alles mit darauf rechnen. Deswegen sind wir so teuer, gerade was die Munition angeht. Ja, aber geht ja noch. Ach, findest du? Sehr gut. Ich hatte schon eine schlechte Gewiss. Ach, da brauchst du kein schlechtes Gewissen haben. Preise sind doch in Ordnung. Ach Gott. Werden wir sie noch eine Weile so lassen, bis wir es wirklich günstiger bekommen. Aber auch hier, wie heißt der? Björn van Kleten, ne? Sag mal, Mark, hast du Lust, als Tochterfirma für uns anzufangen, für die Dreamers Corner? Meinst du das? Na, ich habe einen Vertrag. Den könntest du dir ansehen. Ich stecke ihn dir mal zu. Vielleicht findest du das ja interessant. In der Regel sind wir eigentlich darauf ausgelegt, oder versuchen wir, Neuankömmlingen in diesem Land ihren Traum zu erfüllen, ne? Also für Leute, die eigentlich noch kein Gewerbe haben, suchen wir eins, stellen die Grundkapitalgebühr und dann werden sie als Tochterlieferant für uns arbeiten. Also machen sie einen Betrieb auf und bien sûr, so versuchen wir natürlich ewigen Wachstum, den Traum von ewiger Wachstum aufrechterhalten. Ich glaube, für dich ist das nichts, weil du ja schon so erfolgreiche Geschäfte hast, aber wenn du uns 25% deiner Einnahmen geben möchtest, natürlich. Nein. Und wir wären dir natürlich vorgesetzt und hätten völlige Befugnisgewalt über dich, ne? Und aber du wärst Teil der Dreamers, Corner. Da muss ich leider ablehnen. Na, dann denk doch nochmal drüber nach, ne? Hätte ja sein können. Nee, nee, da muss ich leider ablehnen. Na, die Tür bleibt offen, zwinker, zwinker, ne? Wenn du mal in Geld... 20% meiner Einnahmen, das ist zu viel Geld. ...in Geldschwierigkeiten bist. Naja, also... Garantiert nicht. Naja, also, vielleicht ja irgendwann. Das war nur ein Angebot, ne? Naja, ist okay. Nein, aber da muss ich leider ablehnen. Natürlich, natürlich. Ich dachte mir das schon, aber... Wie gesagt, wenn du jemanden kennst, der dringend an den Laden haben möchte... Und sich und nun, wie sage ich, und bereit ist, seine Seele uns zu verkaufen. Jacques, schick ihn zu uns. Jacques, sie hat mir einen riesen Vieh gegeben. Sehr gut. Das hast du mal wieder gebraucht. Sollen wir los? Das schmeiß ich nicht. Schau mal, was sie mir gegeben hat. No, dieses riesen Vieh? Dieses riesen Vieh. Ghost heißt es. Oh. Schau es dir an, das ist ein riesiges Tier. Jetzt sind wir beide Schnorrer. Wie fühlt sich das an, mit mir zusammen ein Schnorrer zu sein? Gut. Guck mal. Oh, das ist wirklich ein... Hatta! Aha. Hatta! Aha. Mhm. Hatta! Hatta! Ja, Hatta. Schau mal hier. Hier, schau mal, Hatta. Oh! Und hier hat er auch. Hatta! Ja, Hatta. Ah, ja, sehr. Guck mal, hier hat er. Oh! Hatta, ja, aber hat ordentlich. Ja, Hatta. Oh, schau mal hier, wenn du den guck mal hier. Hä? Hatta. Aha. Oh. Hatta wie wir. Hatta. Ja, Hatta. Oh, mon Dieu, Hatta. Ja, ich werde mir jetzt noch eine Jacke kaufen für das hier, weil ich brauche, ich das ist, Adios. Ihr armen Teufel. Rich, wenn du jemanden, wenn dir jemand mal begegnet, der einen Traum hat, von einem Business irgendwo einen Laden zu eröffnen, aber dem das Startkapital fehlt. Ne? Mhm. Dann, na, die Dreamers Corner, das ist ja nur die Dreamers Corner hier, ne? Aber wir sind ja die Besitzer der Dreamers Kompanie. Ich, wir wollen ja viel weitergehen. Hier, wirf mal einen Blick darüber. Dark. Weh. Ja, das gehört, dass auf Ghost aufpasst, okay. Oh, du meinst nicht so wie mit Apoll, dass er einfach irgendwelche Klippen runterreitet, oder? Ja. Oder davor, als er ihn bis zur Erschöpfung geritten hat und Apoll dann umgekippt ist, oder? Ja. Oder davor, als er auf ihn geschossen hat, ne? Ja, du machst das nicht einfach. Oh, pardon. Natürlich, ich werde
es versuchen. Okay. Da gehen Sie ruhig durch, Monsieur. Kein Problem, wir stehen ja hier nur rum. Also, du siehst, wir wollen Träume möglich machen. Wir wollen eine große Kompanie werden. Stadtübergreifend. Bezirksübergreifend, ne? Wir haben auch einen Blick geworfen auf die Konservenfabrik in Saint-Denis, aber finden dort nichts. Ist ihr da etwas drüber? Musst du, glaube ich, beim Government anfragen. Na, das Government antwortet mir nie. Vielleicht liegt es daran, der Telegraph, der schreibt meine Texte immer völlig falsch auf. Habt ihr schon mal ein Telegramm von mir bekommen? Nee. Na, na, dann wisst ihr es nicht, aber sehr schwierig, Telegramme zu schreiben. Wirklich sehr, sehr schwierig. Naja. Und wie geht es euch so? Ihr beiden Schnuckelchen? Was Schnuckelchen? Na, sagt man doch so, oder? So eine, Jack, er ist immer noch mein Bruder und ich bin vergeben. So eine Verniedlichung von Freunde. Ich weiß nicht, sagt man das nicht so? Er ist mein Bruder, Jack. Ja, das freut mich für euch. Und des Weiteren bin ich vergeben. Ja, ach, du bist vergeben? Ja. Mon Dieu, wer ist der Glückliche? Ist das Curtis? Hast du deine... Nein, ach so. Curtis hat doch selber seine Freundin. Ja, aber, wie gesagt, Pariser Modell... Nein. Er hätte ja sein können, dass du deine verstaubten alten Meinungen über Beziehungen abgelegt hast und endlich zu der modernen Frau geworden bist, die ich immer gesehen habe in dir, oh. Ui, mon Dieu, mir ist sehr kalt. Ist mir sehr kalt. Ciao, Jacques. Ja, jetzt gehen wir wieder mal nach Mexiko, ne? Wollig warm eingepackt. Ui. Sehr gut. Aber jetzt ist es zu warm, dann muss ich wieder... Also, ja. Letzte Chance, mit uns auf ein Abenteuer zu gehen. Jacques. Ja, was soll ich sagen? Er will mich ganz für sich allein haben. Ja. Reiten wir! Curtis und Jacques. Nimmst du nicht dein Pferd mit? Erleben. Doch, du musst mich noch bei die Stelle absetzen. Erleben die größten Abenteuer. Curtis und Jacques. Stärker als jedes Höllenfeuer. Zusammen führen sie. Die drei Strategie. Strategie. Großartig wie noch nie. Gewinnen ruhig dein Geld. Oh mon Dieu. Dann haben wir die Frau gar nicht eingepackt, wenn du gestern gar nicht hier warst, ne? Ja, ich weiß. Wer ist denn? Wer ist denn hier? Hier ist doch ein Pferd. Wir müssen jetzt fischen gehen. Wie? Ich bin die Sprache verschlagen. Wie der? Hä? Was? Was? Ich? Hörst du mich? Nein. Ja, Curtis! Natürlich. Ja. Gott. Ah, D'Artagnan. Aus dem Stall, ja? Oh mein, Ghost ist sogar größer als D'Artagnan. Na, das ist ja kein Wettbewerb. Ja, aber wenn es so ein Wettbewerb wäre, dann hätte ich gewonnen. Naja, aber es ist ja keiner. Ja. Schau dir die Sonne an, Jacques. Oh. Was sagst du, wenn wir unterwegs wild sehen und das jagen? Ein wenig wie in den alten Zeiten. Ja, bin ich dabei. Wir beide einfach. Mit die Lasso. Oh, hast du ein paar Bären? Ich wollte mir Bären mitnehmen, aber dann war Marc da und Priesch und du und ich war so abgelenkt, mon Dieu. Warte, ich schmeiß sie dir zu. Du musst sie aber fangen, ja? Mit dem Mund? Nein, nein. Mit den Händen. Eins, zwei, drei. Ja, einen hast du verloren, es waren 10 Stück. Ah. Wie viel hast du? Ich habe 8. Ja, toll. 2 sind runter sogar. Ah. Naja, egal. Naja, die kriege ich auch nicht mehr wieder. Ist egal, Jack. Wir haben mehr zu verlieren als das. Weh. Und hier, dafür, dass wir gar keine Waffen mehr haben wollten, fühle ich mich sehr gut bewaffnet. Ja. Aber halt dich dran, wenn wir überfallen werden, ne? Natürlich. Ich habe die Ass hinter mir gelassen. Sieh dir die Sonne an. Oh, mon Dieu, das wird ein wunderbarer Tag. Ja. Ohne Drama? Ohne Drama. Heute ganz ohne Drama. Wir holen einfach die Munition und kommen wieder zurück.
Was soll da passieren? Und heute Abend? Und heute Abend? Naja, für... Was ist dein Plan? Naja, wir müssen... wenn wir nicht die... Theater... Nee. Bist du sicher? Ja. Ist die an die Donnerstag? Nee, schon am Freitag ist Theater. Nein, da kann ich nicht. Völlig unmöglich. Ja. Sag doch Gedenktag. Irgendwas hat den Nathan gesagt. Man hatte das doch eine Woche verschoben, oder nicht? Na, aber das war dann doch nicht an die Freitag. Wegen die Samstag? Das war an die Samstag und dann wurde es eine Woche verschoben. Dann muss es ja auch an die Sonntag sein. No, Moment. Nee, weil er sagt, es ist nämlich einmal Freitag und einmal Samstag. Wann? Ich sagte, es ist Freitag? Ja. Unmöglich. Ich bin mir sicher, dass es nicht war Freitag. Müsst ihm nochmal schreiben, ne? Ein Telegramm. Links. Oh, den hab ich. Oh. Du den rechten, ich den linken. Ich glaube, die sind schlecht. Ich glaube, die haben diese Rinderwahn. Lass uns die lieber in Ruhe lassen. Ich glaube, die haben diese Rinder. Hier drüben! Hier bin ich! Hier drüben! Hast du geschossen? Nein. Na? Nein. Bist du sicher? Ja. Ja, bin ich sicher. Aber irgendwer hat doch geschossen. Ich hab nichts gehört. Ich bin mir sicher, ich habe einen Schuss gehört. Habe ich dich umgehauen? Ja, ich habe keinen Schmerz bekommen, leider. Ah. Naja, der Next. Oh, da rechts oben, ne? Du meinst links. Ich hab mir das Wild hier. Oh, ui. Oh, Schack. Alles gut? Schnapp dir das Wild! Wo ist es? Ah! Schau nach deinem Pferd! Ui. Deswegen sind Absprachen so wichtig, ne? Merken wir hier. Ah, wunderbar. Bist ja. Vorsicht! Vorsicht! Der kommt von hinten! Er kommt von hinten! Ich glaube, der hat deine Mutter beleidigt! Gib ihm noch einen! Noch einen! Ich glaube, der lebt immer noch und hat deine Mutter beleidigt! Ja! Ja, lass sie völlig schreien, die Wut! Oh, keine Munition verschwenden! Schack, das ist es! Das ist es, um die Wut, aua, um die Wut abzubauen. Ja? Ich habe ihn noch nie so lebendig gefühlt. Geht doch nichts Besseres, als ein Leben zu nehmen. Ja.
Aber was mit die Munition auf, die ist teuer. Ja, Jack. Ja. Na, nicht mein Leben. Ach so. Ja, das muss ich noch unterscheiden. Ui, also da helfe ich dir auch gern bei. Ja, aber das Tier ist leider unbrauchbar jetzt. Na. Na, Hauptsache dir geht es wieder gut. Lass es hier einfach verrotten. Gott. Oh Gott. Oh Gott. Jack, jetzt wird mir das alles klar. Na. Weißt du noch? Jack, weißt du noch? Was wird dir klar? Wo wir am Anfang so viel gejagt haben, hatte ich nie Wutanfälle. Ah. Jetzt wird mir alles klar. Töten ist also... Na, gut ablegen. Für dich. Ja, das ist... Ah! Weißt du, ich muss dir erzählen, was ich mit Pries besprochen habe. Pries, die sagte, pass du auf, dass er auf das Pferd aufpasst. Und ich sage, ja, ja, natürlich. Er passt immer gut auf die Tiere auf. Und das eine Mal, wie das eine Mal, als er mit Abbold die Klippen runter ist. Oder das andere Mal, als er selbst zum Tod geriet, das werden sie ihr Gesicht sehen sollen. Hässlich. Oder das eine Mal, als er auf Apollo geschossen hat. Großartig. Aber auch wenn das stimmt, dann musst du dir jeden Tag irgendein unschuldiges Tier suchen und ihn in den Hals umdrehen. Und auf ihn einstechen, ne? Ja. Was denkst du? Hat das was mit der Größe des Tieres zu tun? Also ich meine, bringt es dir mehr, wenn du ein Baby umbringst? Was? Nein, ich glaube, es bringt mir weniger. Ah. Je größer das Tier, vielleicht sollten wir mal einen Bären schießen. Ah, eine Schlange! Oh. Ah. Und hat das geholfen? Sehr gut, der Schuss. Zielsicher wie ein Penis. Du musst sie nehmen. Ich habe Schlangenphobie. Ah, verstehe. Ah, schöne Schuhe. Danke. Aber ich glaube, wir sind hier falsch. Nein. Wenn wir nach Mexiko wollen, wir müssen hier runter. Ja. Oh, ah, ui! Ui, 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 ui! Nein, Ghost! Oh nein! Oh, alles gut, mein Dicker. Oh, scheiße, Jack. Ja. Ich habe mir auch gemacht, Idios. Wir müssen echt auf dieses Pferd aufpassen. Oui, oui. Das schaffen wir schon, ne? Ja, als wäre schon mal ein Pferd zu Schaden gekommen bei uns. Oh, verdammt, du kannst ja meinen Sven sehen. Hey, ich sehe nur hier. Ich habe das Gefühl, Brich beobachtet uns gerade. Ja, deswegen ist das Pferd hingefallen. Ah, verstehe. Meinst du Brich? Weißt du, was Brich mir gesagt hat? Sie ist mit jemandem zusammen. Und nicht mit dir in deiner Menage à trois. Mit Joseph Bishop, Jacques. Ist Joseph Bishop nicht der mir das Pferd verkauft hat? Ich glaube schon. Naja, wenigstens kein Allemand. Ich glaube, wir sind hier falsch, mon ami. Ja, ich glaube auch. Aber, Schark. Wir können aber da links nach unten. Komm. Ah, sehr gut. Also ein wenig weiter. Ich habe immer noch ein bisschen Angst vor Brich. Na, wer nicht? Ich kann sie, ja. Mon Dieu, mit diesen strammen Waden, sie kann jeden erdrücken. Oder einfach das Genick zerquetschen. Zwischen ihren Beinen, meinst du? Oui. Ich meine, ein Tod, den man sich natürlich wünscht. Aber... Nur wenn... Na, no, das ist der alte Jack. Hier nach links, nach links, nach links. Also nach rechts. Köstlich. Ah, oh, riechst du diese Feuchtigkeit in die Luft? Der Nebel. Sag, also es ist wieder so, ich bin ja mit ihr zum Stall geritten. Und ich hatte wieder ihre festen Hüften in der Hand. Oh. Aber trotzdem. Ups. Oh, Jean! Oh mon Dieu! Verdammte Scheiße, aua! Wir bringen das Pferd noch um, bevor wir in Mexiko sind. Oh, meine Schulter! Ich hatte gehofft, dass wir es wenigstens bis nach Mexiko Scheiße. Bringen können. Sag das Pferd, verdammt nochmal! Ich bin mit meinen Pferden noch nie so oft hingefallen wie jetzt. Oh Scheiße, das ist keine gute... Vielleicht solltest du es zurückgeben. Aus Sicherheit. Guck mal, das Pferd scheißt dich direkt ein. Ghost, alles gut. Du weißt, ich werde dich... Na? Na?
Ja. Ui. Komm, wir müssen hier zurück. Ja. Wir retten rechts gemusst. Was mit deiner Schulter? Brauchst du einen Arzt, oder? Na, es geht, aber ich... Hier lang. Jacques, wo willst du ich? D'Artagnan will. D'Artagnan hat jetzt auch Angst. Ach, wir haben jetzt echt ein Problem mit dir. Jacques, die Brief springt mich wirklich um dich. Und je, ja, und mit was? Mit recht? Ja, gracias. Ja, aber wirklich, wir müssen da wirklich besser aufpassen. Vielleicht sollten wir nicht so rasen. Und langsam reiten. Ja. Ja. Oh, scheiße. Ghost, alles gut? Nicht, dass er sich was gebrochen hat. Willst du ihm was zu essen geben? Ich habe etwas. Hä? Ja, schmeiß mal her. Warte. Hier, fang! Ja, Ghost, hallo! Muss ich nochmal werfen? Nee, nee, ich glaube ja. Gracias. Komm, Ghost, hier. Ich habe nur gelernt, Satteltasche hat Ghost Futter. Ich habe gelernt. Ach so, das könnte ja sein. Das. Siehst du, so, genau sowas sollte ich nicht tun, einfach. Sie hat irgendwas gesagt, von wegen. In das Futter lässt sie drauf. Ah. Oh, viel Futter! Mon Dieu, Jacques! Können wir das verkaufen? Ja, können wir. Ja, dann werden wir reich sein. Guck mal hier. Was denn? Das ist ja ein Traum. Oh, mon Dieu! Oh, köstlich! Ich esse dieses Sandwich auf Brioche. Oh, lecker! Aber was sagen wir ihr, wenn sie fragt, wo das Sandwich ist? Das hat Ghost aus der Satteltasche gefressen. Ui, oder Banditen. Banditen haben es gefressen. Ah, dann kriegen wir vielleicht sogar ein bisschen Mitleid von ihr. Und dann schenkt sie mir das Pferd. Sehr gut. Ein hervorragender Plan. Ich wüsste nicht, was daran schief gehen könnte. Ja. Scheiße, sie bringt mich um. Ui. Und danach mich. Und danach sich selbst. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie ist eher so der verlassene, das County-Typ. Ach so. Ui. Und dann geht sie in ein anderes County und mit noch mehr Trauer. Und tötet dort noch mehr Menschen. Und ist dann in noch mehr Trauer. Und geht dann in eine andere County. Und ein ewiger Kreislauf. Hm. Ja. Und sie wird nie gestoppt. Denn sie ist zu niedlich. Zum getötet werden. Ui. Ich meine, ich könnte sie niemals töten. Könntest du sie töten? Ja, sofort auf der Stelle. Okay. Ja. Gut, dann... Dann habe ich mich vielleicht geirrt. Ist das nicht die McFarlane's Ranch? Ja. Von Joseph? Hier engen immer so viele Leute ab, habe ich immer gehört. Ja. Und ich habe schon... Kurtis, weißt du, was das wäre? Ich fährt mich. Oh! Schau! Hier, ich will dir kurz was zeigen. Dieser verrückte Allemand-Metzger aus. Ah! Dieser verrückte Allemand-Metzger aus. Wie heißt dieser Kaff nochmal? Armadillo. Der hat mir gesagt, hier irgendwo. Er hat mir es gezeigt. Irgendeine dieser Hütten hier ist eine Trading Mining Company. Ach. Ich weiß nicht, ob es die ist. Ich bin mal ganz kurz pullern, sieh. Wie? Was war denn das? Ich suche das Gebäude. Wer ist denn das? Bonjour! Und hier, welches war denn hier diese Reding Company? Diese Mining? Morning? Menon! Ich glaube, das war das hier. Dieser verrückte Allemand. Er will nur, dass wir hier irgendwas machen.
War das das hier? Ich weiß es nicht. Oh! Und wie, was ist das denn hier? Ein Shop. Wo ist gerade Happy Halloween? Wie Thanksgiving? Der Herr Salon. Und die haben hier alles, hm? Hier. Beschriebener Zettel. Das war ein beschriebener Zettel, den muss ich unbedingt haben. Malerei, Angebote und Preise. Oh. Mon Dieu! Ein Gemälde! 100! Das ist ja wirklich sehr teuer. Sehr teuer ist das hier! Was ist die Trading Company? So ein ganz kleines Gebäude war das. Dann ja, ich sage dir, es war so eine ganz kleine. Ne, dieses ist es auch nicht. Ich glaube, es war diese. Ah! Bist du ja? Und je, ich muss dir gleich einen Zettel geben. Die malen ihre Bilder. Na, ich bin nicht so der Künstler. Also eher musikalisch, aber. Also hier irgendwo kann man eine Mining-Gesellschaft. Dieser verrückte Allemand, hein? Ruber heißt er. Kennst du ihn? Nee. Mit dem hatte ich von Anfang an Probleme, aber auch mittlerweile. Er will mir immer seinen Goldschmuck verkaufen und so, weißt du? Zu sehr teuren Preisen. Also wenn ich jetzt mal mutmaßen müsste, ja? Man würde mir die Frage stellen, woran erkennt man einen absoluten Psychopathen? Dann daran, dass es ein Allemand ist und er Goldschmuck verkaufen möchte. Na, also, der war früher mal Goldschmied und hat noch so Sachen, aber was wollte er für einen Silberring haben? $12 oder so. Und ich habe ihm gesagt, den haben wir für 7 gekauft. Und er, das ist unmöglich. Schon zweimal hat er mir das gesagt. Der Gruber, meine ich. Und er sagt auch hier, er will, dass wir den Saloon kaufen in Armadillo. Na? Dass wir dort, er will Armadillo mehr beleben. Er will uns nach Armadillo locken, ne? Ich sag, in Armadillo gibt's Cholera, da sterben wir. Weh. Aber ich will auch, weiß nicht. Glaubst du, dass die Dreamers Company einen Saloon braucht? Höchstens aber wenn. Nicht dort. Na. Aber auch über generell, ich weiß nicht. Kann man mit einem Saloon kann man auch kein Geld verdienen. Doch schon, aber schau es dir an da oben. Ich weiß, also. Dieses staubige Drecksloch, wo alles kaputt ist und aber Kurtis, ja. Ich bitte dich, wir müssen offen bleiben. Wenn es jemanden gibt, der dort einen Saloon aufbauen will und uns einmal in der Woche 25% seines Gewinns abgeben möchte. Die Dreamers Company natürlich hinter ihm. Natürlich, völlig. Und uns beliefern will, wenn er irgendwas hat, was man beliefern kann. Ne? Aber wir müssten ihn eher beliefern. Na. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Also wenn wir jemanden finden würden, der einen Saloon eröffnen möchte, und dann schlagen wir zu. Wir müssen ja nie hier runter. Da haben wir ja Madi. Oh, Schack. Nein. Wie wäre es, wenn wir als Lieferant für andere. Oh, stell dir vor. Stell dir vor, wir bekommen es hin, dass wir beim Engels 50 Schachteln Zigaretten bestellen, ja? Mhm. Und dann ein bisschen Aufschlag machen und das dann auf andere General Stores verkaufen, dass es immer noch günstiger ist, wir aber Gewinn machen. Ja. Da bekommen wir die direkt los und wir können die andere Hälfte noch in unseren Laden packen. Aber du vergisst nicht, dass Monsieur Engels uns schon zu sehr teuren Preisen verkauft und die andere General Stores ist günstiger. Ja, er ist aber ein Uhrensohn. Weh. Ja, und er verunepippelt uns, der Uhrensohn. Du weißt ja, dass der Herr Vogelmann viel günstiger bekommt. Ach, bekommen wir günstiger, das habe ich noch nicht geprüft. Aber dann wechseln wir mal die Lieferanten. Dann wollen wir mal sehen, was er dazu sagt. Wenn wir es ihm nicht sagen. Dann wird er nämlich nichts sagen. Weil wir ihm ja nichts gesagt haben. Ja, dann wird er schweigen. Weil, wie gesagt, wir haben ihm ja nichts gesagt. Oh. Aber eins muss man hier lassen, es ist schön warm. Ja, aber schau dir dieses ekelhafte Mistloch an hier. Hey, alles zerfallen und zerverbrannt. Zerverbrannt. Hey.
Ich wollte gar nicht nach Armadillo. Sag, wo ist eigentlich deine blaue Binde? Nach hier. Ja. Pass auf, ich zeige sie dir. Ich muss meine Jacke ausziehen, es ist so warm. Wie? Den noch angucken. Ich krempel sogar die Ärmel von meiner Pullover auch. Natürlich. Oh, Jacques. Oh. 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 Ich muss auch mal kurz pissen. Ja, mach das. Ich warte im Saloon auf dich. Mann, was ist denn das immer mit den Westen, ey? Ey, kann ich... Was ist denn das immer? Warum geht denn das mit den Westen nie? Ich hätte nicht diesen Kack mit den Westen, ey. Oder ich starte mal nochmal neu. Ich habe irgendwie nur verbuggte Westen. Eben ging sie noch. Ja. Hallo, Strawberry. Viele Westen sind verbuggt. Ja, ich habe... Schade, ey. Wieder eine verbuggte. Dann eben wieder nur ohne Weste. Nein, ich habe die Krawatte ab, nämlich das Hals. Ja, ja. Schade, die hat mir sehr gefallen, die Weste. Echt? Ohne Weste schaut es besser aus. Ich finde nicht. Ich finde, so eine richtige Weste muss sein. Ah, wie eine. Polara. Das steht mir besser. Ja, howdy. Das ist ja auch Monsieur Gruber. Ah, Jacques. Gerade habe ich noch. Das ist ja auch Monsieur Gruber. Gerade habe ich noch von Ihnen gesprochen. Echt? Ja. Ich habe erzählt von die Trading Company und von die Saloon. Oh, mon Dieu. Aha. Ja, und davon, dass Sie uns immer wollen, Ihren alten... Was? Ihren alten Schmuck verkaufen. Ja, wenn ihr sowas braucht, da habe ich kein Problem mit. Ne, wir brauchen sowas momentan nicht. No. Gut. Aber wenn ihr was braucht, sagt Bescheid. Nee. Oh, haben Sie Silberringe? Ich habe noch ein paar Silberringe, ja. Was kosten die bei Ihnen? Was habe ich gesagt, Jack? Ich glaube, für $12 gehen die weg, ne? Boah. Ich meine, mich zu erinnern. Boah. Das ist teuer. Kann man hier hochgehen oder bricht alles dann der ganze Laden zusammen? Nee, wir können hier überall hingehen, außer in die Zimmer. Die sind noch nicht eingerichtet. Da fehlt uns noch ein Saloonbesitzer, der noch durchhält. Ja, was würdest du denn für einen Silberring bezahlen? Das ist mein letzter Euro für Sie. Der ist wirklich ein Verbrecher, ey. Der alte Verbrecher. Also ich weiß nicht. Also, wenn wir jemanden finden würden, der hier den Salon macht, dann würden wir den finanziell supporten, auf jeden Fall. Aber ich sehe Jacques und Curtis wirklich nicht in den... In dieser Wüstenstadt, ey.
Ja, doch, das Band kann er tragen, ne? Hat was, oder? Man könnte hier aber mal renovieren. Ja, dann würde vielleicht jemand sich mal niederlassen hier. Richtig, wenn wir hier ein Dings haben, ein Salonbesitzer, dann und der 4 Wochen lang durchhält, dann Sie meinen nicht an Cholera stirbt, aber. Nein. Wieso, Gruber, wenn Sie jemanden hier haben, der Interesse hat, dem aber das nötige finanzielle Möglichkeiten fehlt, ne? Ja. Dann verweisen Sie ihn ruhig an uns. Warten Sie, ich habe hier irgendwo. Denn zurzeit kommen Sie alle zu mir, ich verstehe das auch nicht. Ja. Also Sie haben meine Telegram-Nummer, ne? Ich habe deine, ja klar, selbstverständlich. Ja, wunderbar. Wir müssen noch weiter. Wir müssen unser Geld für Senioritas in Mexiko ausgeben, ne? Ja, ja. Habt ihr Proviant genug? Ui. Gut. Wir jagen unterwegs. Außerdem also, habe ich noch Birnenkuchen. Ne. Oh, mein Gott. Dann macht's gut, seid vorsichtig. Au revoir. Ebenfalls. Einen schönen Tag noch. Joch. Das war ein Fehler, Curtis. Was? Und dass du. Warte. Oh, wow, Monsieur Gruber! Adios! Immer wieder schön, Sie sind das Highlight der Stadt! Ist er nicht. No. Monier, das war ein großer Fehler, jetzt hat er dich auf dem Radar. Sag. Curtis, ich wollte dich so gerne vor ihm. Ich sage ihm gerade so, was kostet denn ein Silberring? Er sagt $12. Ja. Yeah. Dann sage ich, ich habe meinen letzten für 7 gekauft. Sagt er, ja, das war nur ein Kampfangebot, das ist jetzt auch nicht mehr so. Egal, wo ich die Silberringe sehe, die gibt's überall für 7. Ich weiß nicht, ich hasse und liebe den Kerl. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir müssen hier lang, ne? Ich hasse ihn, weil er versucht, uns zu veronnebibeln. Ich liebe ihn, weil er so ein wunderbarer Vorzeigekapitalist ist. Na, wunderbar. Er versucht, jeden zu betrügen, den er sieht. Ja. Großartig. Besser hättest du es nicht austragen können, das muss man, das muss man respektieren. Moin. Also dieser alte, also wenn jemand den Salon 4 Wochen hält, dann kann man hier renovieren. Ich würde vielleicht mal renovieren, damit mal jemand da hinkommt. Wie gesagt, vielleicht findet er ja jemanden. Wenn man in die Stadt geht und man schaut sich nach links und rechts um. Aber stell dir vor, wir hätten so einen Mann auf unserer Seite. Stell dir vor, wir könnten ihn dazu bringen, jemanden zu uns zu schicken, damit der den Salon eröffnet. Und wir das Startkapital geben und dann gehört die Person uns. Man muss ja auch uns immer Geld geben. Das ist der Plan. Mit dem Vertrag. Hallo, ihr Lieben alle. Herzlich willkommen. Wir machen heute locker Läscher. Wir holen Munition in Mexiko. Und verkaufen das für teures Geld bei uns dann. Na, also. Was wollte ich sagen? Ach ja. Die Preise bei unserer Munition, dieser Gruber inspiriert mich. Ich möchte die Preise so hoch lassen bei unserer Munition. Ich meine, immer haben wir die Transportkosten, ne? Ja. Bisschen neblig hier, aber der Regenbogen ist wunderschön. Dieser Gruber inspiriert mich wirklich. Vielleicht sollten wir die Preise noch ein wenig mehr erhöhen. Vielleicht doch nicht. Gordiz? Ja. Ist dir nicht warm? So? So schwül hier, hein? Gordiz? Ja, was denn? Na, ich frage mich, du bist zu still. Ja, mir ist warm, aber es ist viel, ich hab nichts unter dem Pullover. Und mich stört es nicht. Ach. Hui! Oh, D'Artagnan! Wo ist die D'Artagnan? Ja! Oh, ich hab nicht gesehen, wie du dich ausgezogen hast. Kannst du das nochmal machen? Nein. Auf geht's. Curtis? Ja. Würden wir beide uns jetzt innig umarmen, ne? Mit meiner blauen Schärpe, meine weiße Hemd und deiner roten Schärpe. Wir wären die Tricolore.
Von Frankreich meine ich. Ja. Ah. Ich mag die Tricolore. Die Flagge von Frankreich. Magst du die Flagge von Mexiko? No. Nicht mein Fall. Ich mag die französische viel mehr. Ich auch. Sag mal, ist Gurst auch ein Standardbrett? Nein, das ist ein ungarisches Halbblut. Ah. Ich kannte mal einen Ungarn. Der war witzig. Immer habe ich gelacht. Mon Dieu, was ist das für ein Gebäude? Das nennt sich Haus. Ein Aus? Ja. Das ist doch kein Aus. Ich habe schon Äußer gesehen. Ist das Dumbelwied? Ja. Aber dieses Aus, das habe ich noch nie gesehen. Also wenn wir Tücher mit Waffenöl kaufen, dann kaufen wir die in Dumbelwied. Die kosten doch nur 20 Dollar Pennies und... Dann nehmen wir die mit, weil wir haben keine mehr. Ich habe 15 gekauft. Ach so. Aber du kannst gerne noch 5 nehmen. Für einen Dollar. Oh! Gurdis, ich guck an die Anschlagstafel. Vielleicht steht da ja irgendwas, wem die Gunsmith gehört. Und wenn die niemandem gehört, dann... Finde ich vielleicht raus, wer der Bürgermeister ist. Mon Dieu, sind Sie ein Sheriff? Wissen Sie, wer der Bürgermeister hier ist? Den man hier anhauen kann, damit man Leute hier für die Gunsmith besorgen kann, ha? Ach so, keine Kopfgelder. Ah, hier ist ein Anschlagstafel. Warte, D'Artagnan, ich komme gleich wieder. Ich lasse ihn kurz unangebunden, ne? Ist auch in Ordnung für Sie, ne? So, offiziell sammeln wir denn hier Immobilien. Ich glaube, Immobilien, da sind äußere mit gemeint, ne? Ja. Information. Ich versuche herauszufinden, ob wir hier einen Bürgermeister haben, denn ich... Weißt du was? Ich glaube, Curtis. Meinst du, wir sollen den Bürgermeister von Dumbelwied werden? Na, aber... Ich glaube, dieser... sag mal, dieser hier... Der Gunsmith... Ich glaube, der ist frei. Glaubst du nicht, dass er frei ist? Nee, der hat ja einiges in der Auslage. Aber wer ist denn das? Vielleicht wir? Na, das wüsste ich, glaube ich. Achso. Der Westkurier sucht Mitarbeiter. Ich langsam los. Ah. Ich finde nicht, wer der hier der Besitzer ist, mon Dieu. Oh, guck mal, ein Gefängnis. Ja, mit zwei Sheriff davor. Oh, du armen Teufel. Mon Dieu. Ich gebe eben hier meinen... Der stinkt schon langsam ein bisschen. Bob. Ich nenne ihn Bob. Wollen Sie Bob kaufen, Monsieur? Hä? Kaufen Sie Bob. Oh, 10 Penny! Ich weiß, dass er ein bisschen gestunken hat, aber... Das ist Raub! Sagen Sie, kennen Sie Monsieur Gruber? Sind Sie verwandt? Ah. Dann nehmen Sie und geben Sie. Jack! Ah! Was passiert? Jack, schau mal schnell in den Laden! Was denn? Erstens, nimm deine Waffe weg. So. Erstens, guck mal, wie hübsch der Laden ist. Und zweitens, schau mal, der hat Dosenessen in der Auslage. Bonnen! Woher hat er diese Bonnen? Mon Dieu, das ist ein Rätsel. Oh, Birnen. Jack. Ich könnte mir eine Birne... Ne? Also, ich habe uns zwei mitgenommen. Eine... Ja, ich könnte jetzt eine Birne... Also wenn du eine Birne hast, dann... Oh, nehme ich die. Merci. Das ist die Birne.
Na, ich könnte jetzt essen. Hm? Oh. Eine Birne. Ist lecker. Ich, aber woher hat er diese Dose? Mon Dieu, warum gibt es hier nie jemanden? Oh, wo willst du denn hin? Ich weiß es nicht. Ghost! Monsieur! Oh! Hirsch. Also wäre Tumbleweed in einem Wald, Mon Dieu, dann würde es mir sehr gefallen hier. Ja. Also ich würde sagen, wenn Tumbleweed da wäre, wo Strawberry ist, hey, und Tumbleweed Strawberry heißen würde, dann wäre es mein Lieblingsort. Dann könnten wir dort leben, also in Strawberry. Ja. Weiter geht's. Weh. Oh. Haben wir eigentlich noch Lieder offen, die wir noch schreiben? Und den Tisch jetzt haben wir. Fertig. Annesburg haben wir. Warte, ich. Ja. Das muss jetzt sein, weil Cornwall. Ah ja. Ne, das haben wir noch nicht, ne? Das fehlt noch. Komm mal mit. Und das für Blackwater. Oh, wir könnten. Ah, ich habe eine Idee für die Trainwall Company. Daraus machen wir eine. Daraus machen wir eine Ballade. Eine Reise, weißt du? Dann machen wir jede Strophe einen Ort, wo die Denver Company hält. Und immer, was für eine großartige Erfindung der Zug ist und wie leicht er alles macht, ne? Sowas in der Art. Als Ballade. Ja, so als sowas Tragendes. Und du könntest so nicht so zupfen wie bei... Ja. Ich habe ein Lied im Kopf. Und das werde ich dir bei Gelegenheit mal vorsingen. Und da wird es immer so gezupft, weißt du, so jede Seite einzeln. Verstehst du? Ja. Kannst du das? Ja. So was Schönes, Tragendes, weißt du? Oh ja, das wird gut. Ah, in meinem Kopf klingt das Lied schon wunderbar. Ein absoluter Knaller. Und wir wollten eigentlich hier die schöne Gegend genießen, aber der Staub ist schon sehr unangenehm, oh? Findest du nicht auch den Staub sehr unangenehm? Ja. Würdest du sagen, der beißt ganz schön in die Hals? In die Lunge. Ah, oh, Mensch, ach. Sehr trockenes Land hier, oh? Ich mag es lieber feucht. Und saftig. Ah, hier ist es ja... Trocken wie eine Knochen, eine alte Knochen. Eine sehr alte Knochen. Und staubig. Ah, na, ist nicht mein hier. No, no. Aber, wenn wir jemanden finden, ich meine, Orphan ist tot, aber, wenn wir jemanden finden wie Orphan und dann eine Waffenschmied machen, ne? Ja. Und Orphan nur uns beliefert, und das wäre großartig. Ich dachte gerade, du wärst in die Wasser gefallen. Das ist wirklich eine lange Brücke. Ja. Ah, da sind wir ja. Aber Jacques, das war irgendwie ein Zeichen letztens. Was? Meine ganze Familie ist hier gestorben und dann komme ich hier das erste Mal wieder her und dann stirbt mein Pferd. Du meinst. Was denn für ein Zeichen? Dass das kein Ort für dich ist? Ja. Wer ist denn Missy Otter? Wer ist der ganz Mist von die Blackwater?
Ich weiß es nicht. Da hab ich mir gleich mehrmals in die Hose gepiest. Sollen wir gleich hier bleiben bis heute Abend, oder? Willst du noch zurück? Aber wir können noch zurück. Ich habe noch 20 Minuten. Bis ich wieder schlafen muss. Ja. Guck dir an, wie günstig das hier ist, ha? Warte mal, Jack. Hier hast du noch den Navy Revolver gekauft für $1. Nein, das war ein Werbegeschenk. Ich weiß, jetzt sag's mir. Ja. Den hast du hier gekauft für $1. Für $1. Und der andere kostet aber 13. Der hat sich bestimmt auf dem Schild verschrieben. Naja, also. Ich hab das Schild ja noch, also ich kann das nachweisen. Haben die hier noch immer mit die toten Tiere? Gut, pass auf, was soll ich jetzt kaufen? Also, ich glaube, Revolvermunition wir haben ein bisschen. Repeater und Reifel sind die Waren, die wir brauchen. Ruhig mehr Reifel, glaube ich, oder? Was wird R gekauft? Dann kaufe ich mal 10 Stück von die Gewehr. Mhm. Zack. Für $15. Und jetzt habe ich noch $9. Und die gibst du jetzt aus für die Repeater. Okay, da kostet $1,60. Wie viel kann ich dann da mitnehmen? Ja. Ja. 6 Stück. Nimm mal 6 und dann guck mal, wie viel du noch hast. Ja, ich habe noch einen Penny jetzt. Gut, jetzt haben wir 6-mal Repeater und 10-mal Gewehr. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir nicht überfallen werden auf dem Weg zurück. Das hauen wir alles in die Auslage. Achtung, Entschuldigung, deine Mütze ist runtergefallen. Ja, ich sehe. Und ich schätze dir, ja, genau. So. Wie ist hier eine Mülleimer? Ich weiß nicht. Na gut, reiten wir. Auf geht's. Also du reitest weg und ich halte die Leute auf. Also nicht mit Waffengewalt, sondern mit meinem Charme. Mit deinem Schamhaar. Na, das stutze ich immer. Ach so. Die Pariser Rat. Wenn wir das jetzt weiterhin für $2 verkaufen, ich meine, ich bitte dich, guck dir die Transportkosten an, die wir jetzt hatten, ne? Das sind keine Kosten, aber es ist halt Zeitaufwand ohne Ende. Natürlich, das muss Geld kosten, sowas. Deswegen lassen wir das bei $2. Ich habe mit Marc gesprochen, er sagt, das wäre nicht teuer. 20 Spends mehr als anderswo, ne? Wir probieren das mal. Lassen das auf $20, Revolver auf 1,80. 20? Ich meine, $2. Oh! Ui! Oh. Ich glaube, wir reiten auf ein aktuell sehr großes Problem zu. Ah. Nämlich, Mann, wo wollen wir denn jetzt hin? Hier! Rechts! nämlich, dass die Indianer diese Salpeter-Vorkommen nicht rausrücken. Ja, deswegen, wenn der nicht besetzt wäre, der Munitionsstore, weißt du, hier in Tumbleweed. Ja. Wie kriegen wir das raus, mon Dieu? Ah, eine Brücke. Sehr gut, sowas habe ich gesucht. Vielleicht heute Abend mal dahin und nachfragen. Ja. Sollen wir dann in Tumbleweed verbleiben? Meinst du? Heute Abend. Bist du sicher, dass wir heute keine Probe haben? Heute Abend. Ich bin mir sehr sicher, dass wir eine haben. Nee, heute ist keine. Möchtest du unbedingt in Tumbleweed bleiben? Nein, wir können auch weiter. In diese staubige, dreckige Ort.
verseucht mit Cholera und anderem. Ich habe nicht eine Frau gesehen in Dumbleweed. Hast du eine Frau gesehen? Nein. Was ist denn das für ein Ort, wo es nicht einmal eine Frau gibt? Ich frage dich. Da kann man nur jemanden hinschicken. Ich weiß nicht. Mon Dieu, jemanden wie Orphan, der da arbeitet, immer rüberreitet, weißt du? Nach Mexiko, dort in die Mine, sich ein bisschen von dieser Bitter klaut, ne? Deswegen ist Tumbleweed doch eigentlich optimal. Also nicht für uns, aber für einen Angestellten, ne? Ja, schön weit weg. Ja, das ist ein Problem, aber auch. Problem, das man lösen kann. Mit der Arbeitskraft eines Angestellten. Wenn wir keinen finden, Mon Dieu, ich würde es selber tun, weißt du? So wichtig ist mir das. Curtis. Weißt du, was mir Anna Ugly immer erzählt? Wir waren auf dem Weg nach Valentine, ich und Anna Ugly. Wir beide alleine. Ein Sonnenscheinried. So ungefähr wie wir jetzt gerade. Da habe ich ihr die Leiche gezeigt, ne? Bei Valentine, diese zerfetzte, weißt du? Hä? Habe ich dir die noch nie gezeigt? Und du meinst die Leichenteile? Hey, wir können doch in Blackwater bleiben. Oh mon Dieu, was ist das? Monsieur, pardon! Audi! Hallo! Wunderschönen guten Tag, Monsieur! Monsieur, pardon, wenn wir Sie so anhalten. Sind Sie auf dem Weg nach Tumbleweed? Nein, Escalera, Mexiko. Ah, da waren wir gerade. Ah, verstehe. Ich bin der Schreiner von da. Ah, sehr gut. Kennen Sie sich aus in der Gegend? Wir suchen nach Möglichkeiten der Investigation. Investierung. Zu investieren, oui. Ja, weiß nicht. Was wollen Sie denn investieren oder worin? Am liebsten in eine Waffenschmied, ne? Waffenschmied? Suchen wir in Escalera tatsächlich noch einen? Haben wir gar keinen Satz. Doch, haben wir wohl. Monsieur Undley. Der Schmied ist nicht mehr da. Der Waffenschmied ist noch da. Ah, Schmiede sind immer weg, ne? Nee, der Schmied ist noch zu haben. Der Waffenschmied ist da. Und wissen Sie, kennen Sie sich in Tumbleweed aus? Dort gibt es auch einen, der leer zu sein scheint. Ja, der war bis vor kurzem noch von einem JJ, glaube ich, besetzt. Das war ein Freund von demjenigen, der die Werkzeugschmiede da hatte. Also die sind zusammen angereist, aber das war was für 14 Tage, dann haben die das Handwerk wieder hingeschmissen. Also JJ hieß der, hm? Ja, der Waffenschmied hieß, glaube ich, JJ. Telegrammnummer haben Sie nicht, hm? Mal überlegen. Bradford, James und John, das waren die Werkzeugmacher. Die haben auf jeden Fall die Telegrammnummer von dem. Die Nummer von den Brüdern kann ich euch geben. Na, sehr gerne. Das wäre wunderbar. Das ist der John Bradford, der hat die 2910. Ui. Und James? John Bradford. Ui. Der Bruder, der heißt James Bradford, der hat die 2909. Und Sie waren nochmal, haben Sie auch eine... Mit bürgerlichem Namen Hadley Jones, aber alle sahen nur der Opa, der Schreiner Opa. Meine Telegrammnummer wäre die 226. Mon Dieu, das ist aber eine sehr niedrige Nummer, Monsieur. Ja, ich bin schon einige Zeit im Land und seit eh und je Schreiner. Und darf ich Sie Opa nennen? Ja, natürlich, das sagen die meisten. Ich bin Jacques de Français, Monsieur. Und der Gentleman dort in Schwarz ist Curtis Montiel. Hallo, ich bin die Musiker des Landes. Und Besitzer des General Store in Strawberry. Ah, verstehe. Nun, dann wollen wir Sie auch nicht unbedingt länger aufhalten und wir müssen auch weiter. Opa, ich danke dir, Ihnen. Beim Suchen oder beim Investieren. Ha! Erstmal müssen wir investigieren, ne? Aber merci. Au revoir. Schönen Tag, adios. Ich trau mich nicht, ihn zu schreiben. Ich habe das Gefühl, mir antwortet niemand mehr. Und ich habe das Gefühl, das hat etwas mit meiner Schreibweise zu tun.
Kurtis, würdest du einem von den beiden schreiben? Ich habe da eine Idee. Ich finde, du musst das lernen, Jacques. Oh. Ich finde es viel besser, wenn du nicht dem Telegrafenmann die Zettel hinlegst und er verschickt sie, sondern man das selber nicht weiß, wie das geht. Also no, aber er muss das doch genauso machen, wie ich will. Ja, aber dann sagst du, trag ihm es vor, schreib es nicht mehr auf und bring ihm es, sondern sag ihm es. Und dann kann er es richtig aufschreiben. Er will immer so einen Stopp da reinbauen. Furchtbar. Was? Ja, er sagt immer, du musst doch einen Stopp da rein. Und ja, ich habe ihn schon zweimal verhauen. Der Mietskerl. Will er mich verhauen, piepeln die ganze Zeit. Ich sage so, genau so schreibst du das. Und wir, wenn nicht. Er hat schon immer Angst, wenn ich reinkomme. Der Uhrensohn. Vielleicht ist das der Fehler. Hm? Vielleicht, weil du ihm immer sagst, er muss das genauso schreiben. Nein, er verunglimpft mich. Er verunglimpft meine wunderschönen Worte. Ich hasse ihn. Der ist Allemand. Oder so, ich weiß nicht, welche. Ich frag ihn nie, aber ich bin mir sicher, er ist Allemand. Mon Dieu. Er regt mich einfach auf. Jetzt müsste ich auch ein Tier mal abstechen. Aber stell dir das mal vor, hein? Wir retten hier die Möglichkeit, unsere eigene Munition herzustellen. Na, Cortez, ich finde es immer gut, wenn du schweigst. Daran kann ich mich immer so gut anpassen. Dein Schweigen. Ich meine, es ist so beruhigend. Einfach wir beide hier schweigen nebeneinander auf diese staubige Straße. Ich meine, man kann uns von weitem sehen, ne? Da oben von die Hügel. Da kann man uns schon sehen an unserer Staubwolke. Und die Staubwolke, sie ist rot und blau. Durch diesen Schlag reitet ihr ihren Schicksal entgegen. Hey, da sind wir beide. Cortez und Jacques. So reiten wir weg von die Sonne. Oh mon Dieu! Ich glaube, die Sonne ist nicht hinter uns, aber das wäre ein unglaublich schönes Bild. Ich muss dir gleich mal die Zettel geben. Sehr teuer, aber vielleicht könnten wir mal ein Bild anfertigen lassen. Ne? Würde mir bestimmt gefallen. Ne? Und ich bin mir sicher, dir auch, ne? Würde dir doch sicherlich auch gefallen. Wenn wir so ein Bild hätten, ne? Bestimmt schön. Ich meine, wir sind ja auch schöne Männer, ne? Also, ich jetzt nicht mehr so, ich bin doch ganz ehrlich. Ich habe schon einige Brandnarben abbekommen in meinem Leben, ne? Aber. Und du bist wirklich ein wunderschöner Mann. Ich habe gar nicht gesehen, hast du irgendwo Narben? Narben muss ein Mann auch haben, ne? Ich meine, die Narben, sie sagen ja, wer wir sind, ne? Die Narben jetzt. Ich trage Narben in meiner Seele, Jacques. Aber die sieht man ja nicht. Die sind eher abschreckend als schön. Ich meine, ich rede von Narben an die Körper. Ich rede von Narben von die Kampf. Narben von die Leben. Narben. Narben, die Narben sind, um einfach Narben zu sein und immer Narben werden sein. Die Narben, meine ich. Na, jedenfalls, wo war ich eigentlich stehen geblieben? Ah. Attraktive Männer. Mon Dieu. Was tut man nicht alles für Geld, hä? Alles tut man für Geld. Denn Geld ist der Antrieb der Welt. Und das, was die Welt zusammenhält. Oh, schau mal, wie grün das da hinten ist. Oh. Ah, wir haben noch das Lied. Geld, Geld, Geld. Was? Weil es mir so gefällt. Ah, dann müssen wir das noch dazu schreiben. Geld ist der Antrieb der Welt. Und das, was sie zusammenhält. Die Welt. Grün wie das Gras, hart wie Stahl, der amerikanische Dollar.
die amerikanischen Dollar in meiner Tasche so prall. Weil wir so reich sind, ne? Ja, wir sind aktuell nicht so reich. Na, überhaupt nicht. Wir sind arme Mäuse der Kische. Sagt man so. Sagt man so, ne? Arme Mäuse der Kische. Und hier war das ein Adler. Stolze Tiere. Sind die nicht auch die Wappentier von Amerika? Ich denke ja. Frankreich hat nicht so eine stolze Wappentier, ne? Frankreich hat den Ahn. Na, die Allemands haben auch eine Adler. Waren das bei den Russen? Manche, ich weiß es nicht, eine Wolf oder eine Bär? Irgend so etwas Triviales. Mon Dieu, die Anglis, das weiß ich. Die haben eine Löwen. Hm. Oh, und weißt du, die Spanier. Oh, was die für ein Tier haben, das würde dich wundern. Die haben eine Stier. Spanier, meine ich. Verrückte Hunde, die Spanier. Die würden dir überhaupt nicht gefallen, die sind so wie Mexikaner. Warum das so ist, ich weiß nicht. Muss wohl etwas mit die Vergangenheit zu tun haben. Naja. Jedenfalls wollte ich eigentlich sagen, dass wir sehr schöne Männer sind. Die eigentlich auch mal ein Porträt verdienen. Ah, ich frage mich generell, wann er denn beginnt, der Reichtum. Na, wenn wir wieder singen können, ne? Ja, ich denke, wenn ich wieder singen kann und wir unsere zahlreichen neue Lieder zeigen. Und wir haben noch für kein Lied haben wir Geld bekommen. Sind wir auch mal einkassieren, ne? Von wem kriegen wir Geld? Anna Oakley? Eigentlich von Bern? Ne, van der Klöten. Die ist mit vorne am Bern. Also auch ein lustiger Kerl, aber ich glaube, sie sind weitergezogen, die Gypsies, hm? Weißt du, was ich langsam glaube? Ich glaube, der hat aus Thieves Landing operiert. Weißt du das? Ich glaube, der war ein Bandit, ein Gangster. Der van der Kleten. Weißt du, was ich meine? Weißt du, von wem ich rede? Ja. Der hat uns so günstig die Munition im Rad gebracht. Ja, einmal. Noch dreimal oder so. Er war unser Munitionslieferant, er war zuverlässig, er war nett. Ein guter Mann. Ich vermisse ihn. Aber der Name, und ich weiß nicht, woran er mich erinnert. An der Kleten. Na, kann ich nicht sagen. Irgendwo erinnert er mich dran. Zack, stopp. Warum? Ah ja, ich verstehe. Wunderschön, ha? Was für ein Land. Und eines Tages, mein Sohn, wird das alles dir gehören. Ja, schau dahin. Die Berge, das Grün. Mon Dieu, es ist einfach wunderschön. Ist es nicht wunderschön? Ja. Gibt es was Schöneres als das? Außer Geld. Ja, und eine nackte Frau vor einem. Oder unter einem. Oder neben einem. Oh, oder neben einem. Oder in einem. Momo, was? Was? Ja, meine ich auch. Toll, jetzt wird es neblig. Danke. Siehst du, Jacques, ich habe noch gewusst, wir müssen das nochmal genießen, den Moment. Ja, da hast du wieder einmal völlig recht gehabt. Ja, wie immer. Ja, meistens. Oft. Also wie manchmal. 50-50. Naja. Na, immer Bescheidenheit, ne? Das ist wichtig. Du bist so ein attraktiver Mann, du musst mehr bescheiden sein. Weil dann bist du noch ein attraktiverer Mann. Ich verstehe die Rechnung nicht, aber wurde mir mal so erklärt. Von Pierre. Ah, ich war jetzt bei Pierre wieder in Saint-Louis, hein? Guter Mann. Wusstest du, dass er auch Schauspieler ist dort?
Nee. Und Advokat, Anwalt. Baby. Ist mit mir aus Frankreich rübergekommen, ne? Wir sind beide in Saint-Louis gelandet. Ich bin weiter, ich wollte ja in die Natur und er ist immer ein Stadtmensch gewesen. Der Pierre. Er ist überhaupt nicht lustig. Naja. Aber immer wenn ich Fragen habe, er hilft mir. Auch die Texte, die ich habe geschrieben, weißt du? Hey, Musketier. Ist auch von ihm. Also, ich ist von mir, aber er hat es mir übergesetzt, ne? So, jetzt müssen wir erstmal Briech suchen. Denn das Viertel lebt noch. Und dem ist nichts passiert, können wir sagen. Überhaupt nichts. Vielleicht verdeckst du ein bisschen da, wo das Fell, als du gestürzt bist, abgegangen ist. Vielleicht verdeckst du das ein bisschen. Ja, ich habe die Satteltasche drüber gehangen. Oh! Volltreffer. Er lebt noch. Wo ist Briech? Hat ja Dienst. Er hat gesagt, sie hat Dienst. Kann man eigentlich wohl viel Geld machen mit die Glaserei? Nein. Na, das müssen. Gottis, du verstehst nicht. Wenn wir Angestellte haben, dann tragen wir überhaupt kein Risiko. Stimmt. Du musst die Menschen. Ist schon reingegangen. Du musst die Menschen als das sehen, was sie sind. Als Nutzvieh. Hier ist niemand. Das ist wirklich eine sehr schöne Arztpraxis, ne? Ja. Weißt du, was eigenartig ist? Ja. Na, was? Ja, alles. Na, was? Sag, alles gut? Ja, du störrischer Esel. D'Artagnan, sei doch nicht so. Etwas ganz gewaltig nicht. Oh, nee. Jacques. Sag einmal, weißt du, wer ist der Bürgermeister von Tumbleweed? Da gibt es keinen Bürgermeister. Das ist der Bürgermeister von Amadeo. Weißt du, wer ist der Waffenschmied aus Tumbleweed? Ja, das weiß ich nicht. Da müsst ihr den Bürgermeister von Amadeo fragen. Hast du seine Telegrammnummer? Ich hab das auch wach. Von die Bürgermeister von Amadido, hast du die Telegrammnummer? Das gehört jetzt auch wach. Ui! Ja, dann kommt man mit, ich muss mit euch reden. Okay. Ich habe aber nicht mehr viel Zeit. Ja, ein bisschen Zeit braucht man. Dauert nicht ganz lange. Gut. Ah, da ist er. Na, das Briech. Achso, Briech, okay. Briech! Er lebt noch! Gus lebt noch! Ja, ich seh's. Sehr gut, hä? Wohin? Und hallo. Oh, Jacques, ich habe auch gute Nachrichten für dich. Ich habe ihn überwunden, den Ass wegen meiner Auge. Wenn mich nochmal die Wilden überfallen, na, ich werde mich nicht wehren. Sie dürfen mir ruhig alles klauen, mir die Haare vom Kopf ziehen. Ich bin kein Soldat mehr, verstehst du? Das ist Curtis. Ja. Jacques will mit uns sprechen. Lang sehr wichtig. Jacques? Ach, Jacques? Ja, mancher. Hab ich doch gesagt. Ja. Und du kannst mir kurz die Telegrammnummer geben von die Bürgermeister von Amadeo. Als stellvertretender Bürgermeisterin. Und zwar habe ich mit einer Bürgerin von Saint-Denis gesprochen. Oh nein, nicht die Apothekerin. Wo etwas vorgefallen ist. Na, jetzt bin ich gespannt. Stimmt, die Apothekerin. Tatsächlich, die Apothekerin. Wenn ich meine Sicht, die ich gehört habe, mal schildern werde, war wohl eine etwas eine Aussage von, ich glaube, von Dirschak,
wo es etwas echauffiert war. Und dann kam es zu einer Ohrfeige. Und unmittelbar nach der Ohrfeige kam es dann zu einem etwas körperlichen Handgemenge, wo dann auf die Dame auch eingeschlagen worden sein soll. Jetzt würde ich ganz gerne mal eure Seite dazu hören, weil grundsätzlich muss es ja nicht sein, wenn das so stimmt, wie die Dame sagt, dass ihr Frauen auf offener Straße verprügelt. Ja, die Antwort ist ganz einfach. Sie hat uns verprügelt. Und zwar, ich glaube, zweimal. Wo war das denn jetzt? Das eine war, also sie, er sagt, auf offener Straße. Wir haben sie letztens nochmal getroffen, da ist sie weggegangen von uns. Ja, aber wann denn? Und das andere Mal haben wir... Guck mal. War sie das? Jacques. Ja, das war sie. Und das eine Mal, guck mal, wir waren in die Saloon. Das ist unsere Geschichte. Also, wir waren in die Saloon in Saint-Denis und da haben wir... Sie war das. Und da haben wir das Lied gesungen, ich war noch nie in Saint-Denis. Und darüber hat sie sich so sehr echauffiert, dass sie mich hat angegriffen. Und dann sind wir gegangen. Naja, also wir sind weggerannt. Wir haben uns natürlich gewehrt. Natürlich. Wir würden es wieder tun. Ja. Diese Frau ist unmöglich. Ja. Ich meine, sie ist... Stimmt, das war... Ach, ich wusste gar nicht, dass das die war. Als ich sie das erste Mal schon gesehen habe in die Saloon, sie... Ja. Ich habe mich ganz freundlich mit ihr unterhalten und dann ist sie gleich ausgerastet. Ja, sie ist also, ausgerastet. Dann haben wir gesagt, gut, dann gehen wir halt, wenn man uns nicht hier haben will. Dann haben sich welche geprügelt. Sie, da drin ging es richtig los. Glaube ich. Also ich muss sagen, ich glaube, das Beste ist, wenn wir sie zu unserer neuen Erzfeindin erklären, ne? Da drin ging es richtig los, aber wir sind abgehauen. Wir haben sogar Auffort stehen lassen, weißt du noch? Ja, ja. So schnell Auffort ist übrigens tot, glauben wir. Ja. Und die Richter getötet. Und was war das zweite Mal? Nee, es gab kein zweites Mal, ne? Na, das war auf die Straße. Ja, aber das war doch die Chorfrau. Auf jeden Fall war... Wohl die Aussage von Miss Houston, dass es wohl zu einer Ohrfeige gekommen ist. Also wir haben sie geohrfeigt, oder was? Nee, sie hat, ich glaube, dich geohrfeigt. Ja, sie hat mich, sie hat mich auf die Boden geworfen und gewürgt. Also sie hat mich auf die Boden geworfen und gewürgt. No. Ich glaube, sie hat Curtis eine Ohrfeige gegeben, als er gespielt hat. Ich war noch nie in Saint-Denis. Das hat sie ihr überhaupt nicht gefallen. Bei die Stelle, ich kann sogar noch genau sagen, bei welcher Stelle es war. Es war alles hier zu teuer. Da rastete sie komplett aus. Als sie ausgerastet hat, gesagt, zu teuer, ich hab's genau so hat sie geredet. Dich hat sie gewürgt und dann hat aber irgendjemand sie weggeschubst und dann kam es zur Schlägerei da drin. Ja, ich habe sie weggeschubst und dann hat sie mich angesprungen. Ah, stimmt. Und dann kam es aber zur Schlägerei. Dann haben sich mehrere Leute da drin geprügelt. Hey. Und dann sind wir aber abgehauen. Unglaublich, diese Person. Unglaublich. Wir werden nicht nochmal für sie spielen. Also, von unserer Seite wird da keine Probleme mehr ausgeben. Außer natürlich, wir erklären sie jetzt zu unserer Erzfeindin. Nee. Dann werden wir aber nochmal mit ihr reden müssen. Nee. Ich denke mal, wir klären das. Jacques, du brauchst dir da keine Sorgen machen. Hm? Ich weiß schon genau, was ich sage. Ich glaube, wenn ihr mit ihr redet, sollte eine neutrale Person dabei sein. Ja, Curtis dann. Curtis ist nicht neutral. Ich kenne keinen, der neutraler ist. Er ist quasi die Schweiz. Oh. Er ist dein... wie sagst du, er ist dein bester Freund, er ist dein Bruder. Natürlich. Er ist ein zweiter Teil von dir. Ja. Das ist nicht neutral. Neutral ist als Beispiel... ein Sheriff. Ja, gut, aber ich sehe da. Sowas wäre neutral. Also, ich sehe da nicht mal mehr Redebedarf. Keiner von euch beiden wäre in dem Fall neutral. Weil ihr seid ein eingespieltes Team. Ja, aber so weit wirklich. Wir sind quasi ein und dieselbe Person. So weit würde ich gar nicht kommen lassen. Da gibt es gar keinen Redebedarf. Ah. Was soll der Scheiß? Wir haben niemandem was getan. Sie hat uns angegriffen. Ah. Wir sind gegangen. Fertig. Wenn sie ein Problem hat, soll sie hier nach Strawberry kommen, dann klären wir das. Ja, mit dir zusammen. Du kannst wieder mit deiner Pistole rumfuchteln. Ja, das ist gut. Das klingt doch neutral. Ich glaube, dass es diesmal wohl nicht so böse sein sollte. Ich glaube nicht, dass ihr euch gegenseitig nach dem Leben trachtet. Ich weiß ja nicht. Wolfer, das war ausschließlich bei dir und bei Arke, so, weil ich mir dachte, ihr geht euch gleich gegenseitig an die Gurgel. Naja, also nicht mehr. Ich habe die Ass überwunden. Ja, aber und zu diesem Zeitpunkt... bin jetzt eine friedliche Maus von die Kirche. Zu diesem Zeitpunkt war es so. Da hättest du ihm am liebsten den Kopf abgebissen und dann gebraten und gegessen. Naja, ja, das hätten wir alle gern.
Naja, also. Naja, also Kurt ist nicht, der war neutral. Dementsprechend war ich da ein bisschen aggressiver bei der Verteidigung und, von euren beiden Leben. Und wenn ich hier das nochmal anmerken darf, Kurtis hat mir alles erzählt. Kurtis hat das ja alles überhaupt erst so intrigant inszeniert, ne? Dass ich mich dort mit ihm treffe oder so. Und er hat ja Brief geschrieben, da hast du mir doch erzählt, hast du ja Brief geschrieben, dass wir uns unbedingt nicht treffen dürfen und so. Da siehst du mal, wie er mich immer beschützt. Ja, also ich muss sagen, ich habe das Schlimmste verhindert, ja. Na, also wirklich. Ne? Deswegen ist er die neutralste Person, die es überhaupt gibt auf diesem Planeten. Sogar seinen eigenen Bruder intrigiert er hinterrücks. Also das, wenn das nicht neutral ist und das ihn zu die ideale Vermittler macht. Einigen wir uns einfach, und ich denke mal, das wäre das Beste für beide Seiten, wenn ihr euch einfach zukünftig mit weiten Bogen voneinander fernhaltet. Na gut. Und wir schreiben ein Lied über sie. Was hältst du von die Hexe von Saint-Denis? War da nicht was mit der Hexe von Valentine? Ui, es kann ja mehrere tolles, geben. Tolles Lied, oder? Ja, aber ich denke mal, ihr macht da kein Lied darüber, über die eine Begegnung, um das waren ja zwei. Zu sehr zu provozieren. Und haltet euch von ihr fern und sie wird sich von euch fern. Naja, aber und sie soll aufhören, hier redliche Bürger zu belästigen wie dich, ne? Mit solchen Lappalie. Ist ja unglaublich. Hinter unserem Rücken. Was würde sie sagen, wenn ich zu die Bürgermeister gehe von Saint-Denis? Wieso hast du sie denn aufgesucht? Weil ich das geklärt haben wollte. Und woher hast du das überhaupt gehört? Ich bin Bürgermeister, ich höre vieles. Ja, irgendjemand muss das ja gezwitschert haben. Ja, weh. Irgendwer war da wohl nicht so neutral. Ich glaube, gefühlt 60% des Landes kennen mich. Ich glaube, Neutralität ist das versteht. Ich habe dem halben Land schon das Leben gerettet. Ja, aber trotzdem muss ja jemand dann zu dir gekommen sein und das gesagt haben. Natürlich. Aber er wird es uns nicht sagen. Er macht den Akai. Ich mache nicht den Akai. Ich mache einfach, wie sagt ihr, ich bin in dem Fall neutral. Ja, aber du bist doch überhaupt nicht auf unserer Seite. Wie kannst du da neutral sein? Ja, das ist ja das. Wenn ich neutral bin, bin ich auf keiner Seite, weder auf eurer noch auf der anderen. Verstehe ich nicht. Hey, ich glaube, wir müssen das Wort neutral mal durchgehen, was es bedeutet. Ja, aber habe ich doch wunderbar, also. Neutralität. Genau. Ja. Ich bin auf keiner Seite, weder auf eurer noch auf der anderen. Aber ja, dann gut, ich kann jedenfalls jetzt schon prophezeien, dass es da irgendwann wieder zur Rangelei kommt, weil ich meine, wir spielen eben Musik und. Nee. Und dann soll sie sich von uns finden. Warum sollen wir? Also dann wirklich? Wird sie ja, Schark, dann wird sie natürlich irgendwann wieder angeschissen kommen, aber wir machen das wie das letzte Mal und gehen einfach. Also wir gehen ja der Konfrontation aus dem Weg. Wir sind ja nicht so. Na, wir müssen unsere Lieder spielen dürfen. Ihr geht ihr aus dem Weg, sie geht euch aus dem Weg. Ja. Und ich denke, das sollte das Beste sein. Na wunderbar. Ich weiß auch schon genau, wie wir das machen. Ich habe einen Plan. Wenn sie das nächste Mal begegnet. Ja, die Frage ist, wo wir die Leiche hinbringen. Na, einfach ach in die. Ach so, du meintest das andere. Ach na, so, na, dann. Ja. Nein, nein, also erstmal sagen wir ihr natürlich, dass sie gehen soll. Dass sie uns aus dem Weg gehen soll. Das sagen wir ihr, wenn sie kommt. Ja. Wenn sie unsere Kunst nicht verstehen, dann bitte verlassen sie die. Ja, nein, wir sagen ihr das direkt. Also wenn wir sie sehen, dann sagen wir ihr, bitte gehen sie. Wir wollen hier Musik machen. Das Recht steht euch nicht zu. Da müsst ihr dann im Vorfeld das mit dem Salon ein bisschen zusammen. Ja, genauso wenig steht ihr zu, uns anzugreifen, weil ich Musik mache. Wirklich nur, weil sie das nicht verträgt. Ihr könnt euch aus dem Salon rausschmeißen. Ja. Ihr könnt die Leute nicht aus dem Chill-Restaurant rausschmeißen, weil das euer Laden ist. Ständig kommen Leute in unsere Keller. Mon Dieu. Jacques, musst du was gegen unternehmen? Ja, ich war letztens nackt. Ich geh auch ab und zu runter, um zu sehen, ob ihr da seid. Und ich hatte Damenbesuch einmal. Du bist aber auch der Bürgermeister. Und da kommen da manchmal irgendwelche komischen Pfeifen runter und sagen, und, oh, ich hab hier schon immer geschlafen. Wir hatten eine Menage à trois dort unten und man klettert da irgendwer runter. Unglaublich. Was? Hä? Ich wollte doch gerade fragen, was ist eine Menage à trois? Also, angenommen, ich nehme mal als Beispiel. Riech? Nein. Aber sonst geht das nicht. Oh, eine Menage à trois können keine drei Männer machen. Also können schon, aber nicht wir. Nein, Chuck, lass es. Soll ich es nicht erklären? Ich glaube, ich weiß schon, was er meint. Ja, genau okay. Das. Da hatten wir letztes Mal einen Valentine. Wirklich? Wo ich gesagt habe, ihr solltet mitkommen. Wo du dann so beleidigt warst, weil du zwei Frauen hattest. Aber
Aber du hattest das in Valentine. Herzlichen Glückwunsch. Mit zwei Männern oder zwei Frauen? Wo ist das denn reinhauen? So! Halt die Schnauze, verdammt! Was ist denn los? Nichts. Also ich werde auf Jack das Algorithm. Ja. Ich schau ihn dir diesen Bär an. Männer schon gar nicht. Und ich bin verheiratet. Ja, ich also, auch nicht mit zwei Frauen. Nee, wie ich euch zwei das Mal von Valentine abgeholt habe, hast du das gesagt, dass du wohl eine Frau gefunden hast, die ist gerne mit dir und noch einer. Na, das hast du völlig missverstanden. Die Frau, und das ist übrigens der Sheriff hier, also ein bisschen Respekt, ja? Also. Was? Ui, das ist, wie heißt die? Emily heißt die auch, ne? Heißt die nicht? Sie heißt, Florent. Das ist Flora. Unser Flora, hui! Florent, sag ich ja. Und sie hatte mir erzählt, dass sie eine Ménage à trois mit zwei Frauen und einem Mann hatte. Und da wollte ich einfach mehr wissen, weil ich eine neugierige Person bin. Also das war überhaupt nicht. Hackmann, hast du immer mal ab. Also gut. Ihr geht der Dame aus dem Weg, sie geht euch aus dem Weg. Und solltet ihr einen Auftritt in den Salon in Sondini haben, klärt das im Vorfeld mit dem Salonbesitzer ab, dass diese Frau nicht erwünscht ist während eures Konzertes. Dann kann der Salonbesitzer Miss Houston auch vor die Tür setzen. Aber ihr habt nicht das Recht, sie vor die Tür zu setzen, weil da wird nur wieder unnötiger Streit provoziert. Wir brauchen also erst sehr gute. Du bist wirklich sehr neutral. Wir brauchen also erst Verbündete gegen sie. Nein, du brauchst keine Verbündete. Hm? Aber du sagtest doch gerade den Salonbesitzer, damit der sie raussetzt. Wenn das Salonzeug sagt, es soll auftreten, sagt sie zum Salon, ja, machen wir. Aber Miss Houston ist nicht willkommen bei uns. Naja, also wir sind da eher proaktiv. Also die Salonbesitzer sagen uns nicht, dass wir dort auftreten sollen, sondern wir kommen hin und sagen, wir treten jetzt hier auf. Okay, und da sagt er trotzdem, Salonbesitzer, sollte Miss Houston kommen, bitte wieder raus. Ich verstehe gleich in ihm. Können wir uns darauf einigen? Auf alles, natürlich, wir sind doch alles neutral, zwinker, zwinker. Ich denke nicht, dass ihr so oft in Saint-Denis seid. Natürlich nicht, nie eigentlich. Man muss halt sagen, wenn wir das Theater dann haben, dann ein schon. Ein Lied provoziert halt in Saint-Denis und das wisst ihr ganz genau. Ja, aber das soll doch provozieren, das ist Kunst. Ich meine, es ist Kunst, dafür sagt manche Leute. Ja, das ist ja denn ihr Problem. Ja, das ist, Jacques, das hier ist Amerika. Also hier herrscht immer noch die freie Ausübung der Meinung. Was da noch für politische Lieder hinterherkommen, dann dürfen wir nirgends mehr auftreten. Glaub mir nicht. Also ich hatte dich für neutraler gehalten. Wir sind hier die Opfer. Wie gesagt, ich bin neutral. Dementsprechend. Nein, nicht neutral genug, wenn du mich fragst. Gerade das Klügste, wenn ihr in Valentine auftretet und dann das Lied über die Valentiner Hexe singt. Vor allem, weil ich da mir gut vorstellen kann, von wem ihr das singt. Ich liebe das. Na, es ist nicht die Bürgermeisterin. Warum denken das alle? Nein. Ich denke mal eher wohl der Stadtchef. Und dazu darf ich mich leider nicht äußern. Ja, hat mir auch mein Anwalt von abgeraten. Ich kenne die Stadtsheriff. Ja, wir haben das ja schon vor ihr gesungen. Miss Richards. Und sie kann ab und zu einfach ein bisschen schwierig sein. Ja, sie ist ja nicht umsonst eine Hexe. Nee. Nein, sie ist nicht genannt. Also, das soll nicht. Eben. Ich muss mich ihr offiziell von dieser Aussage distanzieren. Das Lied in Valentine und die Dame bekommt mit, dass sie die mit der Hexe gemeint ist. Nein. Also, da muss ich einschreiten. Ihr seid ihr da in der Zelle? Na, da muss ich gar nicht, weil wir waren nämlich in Chantilly bei dem Auftritt und sie stand neben uns, als wir das gespielt haben. Und sie hat danach auch gesagt, ich bringe euch um. Na, also, aber mit einem Lächeln. Und dann habe ich zu ihr gesagt, das sagt einiges über sie aus, wenn sie sich angesprochen fühlt bei so einem künstlerischen Meister. Das ist Kunst. Jack, pass auf, ich erkläre dir das mal. Also das ist Kunst, verstehst du? Und Kunst soll etwas auslösen bei den Menschen. Es soll Emotion machen, Passion. Dann ist das wirkliche Kunst. Und oh mon Dieu, das sind genau diese Emotionen, die wir brauchen. In diesem Land. Alles ist so staubtrocken. Moment, hast du die Kunst gerade so leise erklärt, dass ich nichts gehört habe. Naja, also... Sag das nochmal, Jack. Ich meinte... Also, ich glaube, die Kunst nochmal. Es geht bei der Kunst um Interpretation. Es geht bei der Kunst um Individualität. Jeder sieht etwas anderes in der Kunst. Manche, du denkst, das ist der Town Sheriff. Ich denke, vielleicht sie ist gemeint mit die Ex von Valentine.
Und Curtis hat selber schon mal gesagt, no, vielleicht bin ich auch die Ex von Valentine, immerhin singe ich es ja. No? Also das, weißt du noch, Curtis? Das geht ja nicht, weil weder Plüsch noch Curtis ist Valentine. Aber die Ex von Valentine ist doch Interpretation. Genau was wir darüber gerade machen, dass wir darüber reden, unsere eigene Geschichte daraus spinnen. Das ist Kultur, das ist Kunst. Darum geht es, Jacques. Ich sage es dir, darum geht es. Und auch bei Saint-Denis, das soll aufwirbeln, das soll Interesse wirken. Das ist natürlich nur unsere Interpretation. Und jeder sieht das anders. Und wenn die Dame sich davon angegriffen fühlt, dass wir über Saint-Denis singen, dass es doch teuer ist, na, dann sollte sie mal vielleicht überlegen, dass sie sich vielleicht deswegen gerade schuldig fühlen sollte, dass sie zu viele hohe Preise macht. Und anstatt andere Leute gleich niederzuknüppeln. Also das ist nur meine Meinung. Aber bei Kunst geht es um Passion, es geht um, oh, es geht um L'amour, es geht um Ass, es geht um Emotion, verstehst du? Tut mir leid, Jacques, aber das verstehst ja, du nicht. Die Emotionen, die waren ja da, die habt ihr gespürt. Ja, natürlich. Aber es ist nicht immer alles Friede und Freude. Ja, die Welt lebt von der Reibung, die Welt dreht sich. Ihm machst du. Ich meine, die Bibel sagt, sie ist eine Scheibe, aber trotzdem dreht sie sich die Scheibe, ne? Und es kann nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen sein, ne? Das kann es nicht. Davon lebt doch unsere... Wir erleben das Drama. Jacques Thies. Jacques. Wir sind das Drama. Und wenn du wüsstest, was gestern alles passiert ist, mon Dieu. Da könnten wir noch stundenlang drüber reden. Aber bedauerlicherweise, mir fehlt leider ein wenig die Zeit. Ich muss mich ein wenig hinlegen. Aber natürlich... Kein Problem. Du kannst dich darüber verlassen, dass wir nicht diejenigen sind, die irgendwo Streit beginnen. Nein, oder ich suche so. Nicht mehr die Konfrontation. Na, über, nicht einmal mehr mit den Natives. Also wirklich nicht. Ich weiß, nachdem mein Monolog, das könntest du als missverstanden haben, aber... Ja, ich habe Jacques in einem zweistündigen Gespräch überzeugt. Ui. Und danach sind wir noch lange mit einem Nativ rumgeritten. Und wären wir nicht gestört worden, hätten wir mehrere Male schon, ne? Also wären wir auch... Du weißt, was ich meine. Ich sag es nicht mehr, aber... Nein. Ich weiß, wenn wir meinten, war das bestimmt diese Indianerfrau, die letzte Mal auch hier. Na, no, sie war Mexikanerin. Zwinker, zwinker. Ja, ja. Gut. Genauso wie sie auf indianische Weise heilt. Mit indianischen Mitteln. Ja. Willst du sagen, dass Mexikaner ungebildet sind und nichts lernen können? Das sagen wir ihr lieber nicht, ne? Sie kann sehr wütend sein und mit ihrer Bogen schießt sie besser als ein Nativ. Naja, schwamm drüber, jedenfalls. Eigentlich nicht, also ich muss sagen. Ich denke, wir wissen beide, dass sie keine Mexikanerin ist. Sie schießt, naja, aber wir wissen auch beide, dass wir das nie zugeben würden, wenn sie keine Mexikanerin ist, ne? Genau, wie sagst du immer so schön, zwinker, zwinker? Genau, nein, ich sage jetzt eigentlich anders. Ich sage jetzt zwinker, zwinker. Ja, ist ja dasselbe. Na, ich finde, du sagst es nur mit einem etwas französischen Akzent, das Zwinker-Zwinker. Na, aber du magst doch meinen französischen Akzent, ne? Ja, fast. Könntest du sagen, dass du ihn liebst, diesen Akzent? Nur, dass ich nicht Jacques bin, sonst check. Ja, sag ich doch. Das mal check. Check. Ja, check. Ui, check. Nicht Jack, check. Ja, kann das nicht aussprechen? Jacques. Soll ich euch drei vielleicht das alleine lassen? Noch mal. Jacques. Okay. Nee, ich wollte nur, dass du erstmal dabei bist. Also, ich denke mal, wir haben eine Einigung gefunden. Natürlich. Ich gehe das so weit, wie es geht, auseinander. Und solltet ihr euch doch mal betreffen, trefft ihr euch nicht mit Fäusten. Sonst natürlich. Naja, das müssen Sie ihr sagen. Sie reden ja. Also wir nicht. Na, also es geht ja um uns hier. Er ist ja neutral gerade für Sie. Deswegen, wir greifen Sie niemals mit Fäusten an. Na. Ich das habe ich ja verstanden. Für Sie, ich bin neutral. Ja, meine ich ja. Weder für dich und Jack Curtis noch für Miss Houston. So, ja, okay. Gut. Dann könnt ihr wieder euer Weges, weil Sie haben, du hast ja gesagt, du hast doch etwas vor heute. Oui. Ja, wir müssen schlafen, damit wir damit fit sind. Natürlich. Jacques Thies und Curtis. Na, no. Jacques und Curtis gehen wieder auf Drama-Abenteuer. Nein, nein, nein. Heute Abend ohne Drama. Ohne Drama? Das wollten wir gestern schon. Und mon Dieu, es sind so viele Tiere gestorben, das war furchtbar. Ich geh mal nach dem Pferd gucken. Naja. Wenn ihr singt, sterben Tiere? Wenn wir Abenteuer haben. Wenn ich aus Versehen ein Pferd erschieße, dann stirbt ein Tier. Ins Kopf, zwischen die Augen. Ja,
Warum ist nicht die Pferde? Es ist doof gelaufen. Es ist einiges passiert. Oh, ist das schön. Nein, schade, dass ich jetzt los muss. Da gibt es einiges geil. Das muss ich mit dem lieben Jack öfter machen. Dieses offensichtliche Missverstehen. Ich liebe das. Ich liebe das. Hier hast du gerade zwei. Oh, ey, was ist denn das? Banden betreiben hier euer Unwesen mit roten und eine Gruppierung mit roten Bandana, die andere Gruppierung mit blauen Bandana. Na, tolle Wurst. Die lieber schießen, als wir reden. Na, schön. Warum hast du sie verlassen? Gut. Also, passt auf, reitet damit niemals alleine. Warum habt ihr das halt Verletzungen? Also reitet immer zur Zeit rum, das sind wohl so 4 bis 5 Leute. Okay, scheiße. Danke für die Info. Weil da war gestern wohl anscheinend die Hölle los. Selbst der Marcel wurde anscheinend da ziemlich rasant von seinem Pferd runtergeschossen. Okay. Oh, fällt mir noch eine Frage ein. Was sagt ihr zu die Preise? Hast du es gerade gehört, Chuck? Hä? Ja, aber ganz kurz nur. Nein, ob du es gehört hast. Nein, habe ich nicht. Aber ganz kurz. Jacques, was sagst du zu die Preise? Von euch. Ja, von der Munition. Von der Munition, das ist das Wichtigste. Wir haben keine Lieferanten mehr und müssen das selber alles zusammenklauben. Deswegen müssen wir die Preise erhöhen. Würdest du dir hier trotzdem noch Munition kaufen? Ja, okay. Zum Not, ne? Wie viel waren sie vorher? Na, 20. 20 Pfennig weniger. Ja. Aber wir mussten die Preise erhöhen. Penny geben uns auch nicht pleite. Es ist halt schwierig, die gute Lieferanten zu finden. Ja, wir müssen gerade immer nach Mexiko und das selber holen. Und, ja. Alles in Ordnung mit Gust? Ist gut, Großhändler. Beides. Also, kauft es vom Händler von der Auslage oder kauft es von ihm mit Händlerrabatt? Wir kaufen das, müssen das aus der Auslage kaufen. Kein Händler meldet sich bei uns. Wir schreiben hier mit allen, deswegen, die Dreamers Corner überlegt natürlich auch zu expandieren und dann in Tumbleweed selber einen eigenen Hersteller von Munition einzusetzen, ne? Weil wir wissen, wo wir Salpeter-R bekommen können. Na, wir bauen gerade etwas auf, Jacques. Wir bauen gerade etwas auf. Immer ewiger Wachstum. Schwefel in Amerika, weiß jeder, wo das her bekommt. Da haben wir die Indianer ihre Hände darüber. Ja, naja, ich hasse die Indianer nicht mehr. Chuck, überall gibt es gerade Überfälle von einer neuen komischen Bande da und man soll nicht alleine unterwegs sein, es sind 4 bis 5 Leute. Zwei Banden sind noch besser, super. Wir müssen aufpassen. Ui, was wollen sie denn? Sachen. Und anscheinend schießen sie gerne, Leben, anstatt zu reden. Uiuiui. Alles. Na gut. Also, wie gesagt, gestern gab es wohl etliche Raubüberfälle. Und wie gesagt, selbst Marsch wurde ziemlich spontan und schnell vom Pferd runtergeschossen. Dementsprechend passt auf euch auf, reitet. Ja. Niemals alleine. Gut, also, dann bis heute Abend wahrscheinlich. Dann over. Schön. Okay. Ja. Gut, dann lege ich mich hin. Der kann labern wie ohne Ende. Okay, dann bis heute Abend, dann bist du da. Ich finde, der ist immer so still. Ja. Muss ihm alles aus die Nase ziehen. Wann? Ja, ich weiß nicht. Gucke, wir finden uns schon. Ja, weck mich einfach auf. Natürlich. Wie dann? Mein Schnuffelnase. Mein Schnuckiputz. Oh, mein Assebärchen. Mein Uhrensohn. Mein Cremetörtchen. Mein Erdbeertörtchen. Oh, mein Cupcake. Mein weichgebackener Croissant. Oh, mein Schwanzlutscher. Ach so. Mein Bananenbienenstich. Ui. Na dann, jetzt aber, adios. Ich muss jetzt wirklich los. Ja, adios, mein Schnuffelpups. Oh, aua. Ich vertraue.